schön, dass Sie da sind. Ja, und Sie sind zu Recht da, denn wir haben ganz, ganz tolle Gäste und die müssen Ihnen jetzt gerne vorstellen. Wir legen los mit einem Mann. Er ist Schlagerstar, er ist Brite, er ist Keukarpfenbesitzer. Er lebt seit 20 Jahren im Rheinland und hat sich jetzt den Schlagerklassikern verschworen. Das finden wir einfach nur konsequent. Ross Anthony ist bei uns. Herzlich willkommen. Die Kritiker lieben Sie, das Publikum liebt Sie, ja sogar die Touristen in Regensburg. Ob man Sie auch im Schweigekloster liebt, das werden wir vermutlich nie erfahren, denn Sie können es ihr ja nicht sagen. Herzlich willkommen, Ulrike Kriener. Wie ist das, mit einem Kunstherz zu leben, und wie ist das, wenn das Überleben an Akkus hängt? Das lange Warten auf ein Spenderherz, darüber sprechen wir heute mit Thomas Herford. Herzlich willkommen. Er ist unser Mann in Hollywood, aber eigentlich noch viel häufiger im Pott. Und der Kölner Dom ist heute nicht der größte und breiteste in der Stadt. Herzlich willkommen, Ralf Möller. Sie war Deutschlands jüngste Sterneköchin, aber als Pippi Langstrumpf-Fan hat sie jetzt einfach gesagt, Sterneküche AD, ich mache Freestyle und mache mir die Kochwelt, wie sie mir gefällt. Maria Groß, herzlich willkommen. Diese Frau kennen Sie als Talk-Ikone des NDR, doch sie hat eine dunkle Seite. Regelmäßig fährt sie ins Ausland, um dort in Ruhe zu verwahrlosen, und hat die Nerven, das dann auch noch Entspannung zu nennen. Herzlich willkommen, Bettina Tietjen. Ja, Bettina, wie sehr hat die Produktion eigentlich gejubelt, als du denen gesagt hast, die sind ja alle sehr knauserig, das weiß man ja, als du gesagt hast, Hotel brauche ich nicht, ich gehe nach Rodenkirchen auf den Campingplatz. Du meinst hier dieser Sender? Ja, diesen Sender. Ja. Nein, ich wohne in einem sehr schönen Hotel. Weil was? Man muss nicht glauben, dass nur weil ich im Sommer mit einem Wohnmobil verreise, ich deswegen mein ganzes Leben im Wohnmobil verbringe. Natürlich nicht. Das heißt auch nicht, dass ich keine schönen Hotels mag. Ich verbringe nur gerne meinen Haupturlaub, meinen Sommerurlaub mit meiner Familie oder ohne meine Familie, also mit meinem Mann, in unserem Wohnmobil, weil ich das einfach schön finde. Du bist ja jetzt mittlerweile die hohe Priesterin des Campings. Die hohe Priesterin? Ja. Das war natürlich jetzt auch ein bisschen bösartig, weil ich habe gesagt, es gibt ja diesen Spruch, Camping ist, wenn man die eigene Verwahrlosung als Erholung empfindet. Ja, das ist ein sehr schöner Spruch, finde ich. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich ins Ausland fahre, um zu verwahrlosen. Polemisch zugespitzt. Das ist aber das einzige Mal, dass ich sowas mache. Ja, das machst du ja nie. Das kennt man ja von dir auch eigentlich überhaupt nicht. Du hast ja eine frühe Camping-Erfahrung. Du bist ja damals als Kind häufiger zum Camping mit den Eltern unterwegs. Nein, du warst mit 17. Nee, darf ich das korrigieren? Ja, bitte. Also meine Eltern waren Campingverhasser, die fanden das ganz, ganz furchtbar. Also das war noch die Generation, andere fuhren manchmal zum Campen, da rümpfte man die Nase und sagte, pfui. Nein, also ich bin, meine ganze Kindheit habe ich das leider nicht genießen dürfen, aber mit 18, nach dem Abitur, da bin ich zusammen mit 5 Freunden, also wir waren 6 insgesamt, 3 Mädels, 3 Jungs, sind wir in einem selbst ausgebauten alten VW-Bulli nach Frankreich gefahren, immer die Atlantikküste entlang, 4 Wochen. Und das habe ich als fantastisches Freiheitsgefühl empfunden. Wir haben mal da angehalten, wir konnten machen, was wir wollten. Die Eltern waren total dagegen, ne, natürlich. Und das war so eine Initialzündung. War das denn dann so eine Auflehnung gegen das Elternhaus? Ja, also Auflehnung. Also am Ende haben sie ja gesagt. Ne? Wir mussten aber dafür kämpfen. Und deswegen sage ich immer, also ohne meine Eltern wäre ich vielleicht überhaupt nicht so eine begeisterte Camperin geworden. Weil wenn die gesagt hätten, ja, mach mal, dann hätte ich das gar nicht so als Sieg, ne? Also aber, diese Freude gar nicht so. Aber du hast das dann ja erstmal nicht fortgeführt. Eine Episode, die war ja für sich genommen, und dann war danach aber erstmal wieder Schluss damit. Ja, danach war Schluss, weil ich dann irgendwie so viele andere Sachen zu tun hatte. Der VW-Bus wurde wieder verkauft und wir wussten ja nicht, wer den behalten sollte. Wir haben das Geld uns ja aufgeteilt, und danach habe ich studiert, war im Ausland, hatte kein Geld für Urlaub, und dann hat sich das irgendwie nicht so ergeben. Und als ich meinen Mann kennengelernt habe, mit 31, da ist es richtig in mir entflammt. Also nicht nur die Liebe, sondern auch das Kämpfen.
die Liebe also zum Camping. Also mit dem Mann kam quasi die Liebe zum Camping. Ja, genau, ganz genau, sowas. Ah, okay, okay. Weil mein Mann hatte damals, der war Surfer. Ja. Und hatte eine riesen Surfer-Clique und hatte dann so einen selbst ausgebauten VW-Bus. Das hat er dir aber nur vorgemacht. Er hat also nur, der ist auch wirklich surfen gewesen oder hat er nur gesagt, weil es gut aussieht? Ja, der hatte überall den ganzen Bus dekoriert mit Surfbrettern. Das hat mich natürlich schon beeindruckt, aber er konnte es wirklich. Er konnte es wirklich und die anderen konnten es auch. Und dann bin ich mit ihm halt mitgefahren nach Dänemark. Das allererste Mal Pfingsten in Dänemark, werde ich nie vergessen. Mit einer riesen Clique, ich glaube, es waren 30 Leute insgesamt. Und für mich erstmal ein Schockerlebnis, weil ich dachte, wir machen so ein ganz romantisches Pfingstwochenende zu zweit. Wir reden ja hier auch über genau, wir reden ja hier auch über, du warst ja 30. War immer 31. Ja, 31. Ich versuche dich ein bisschen jünger zu machen. aber es ist ja tatsächlich so, dass dann ja dieser ganze Surfer-Romantik-Charme ja dann auch nicht mehr nur greift, sondern man möchte dann ja tatsächlich auch eher so ein bisschen Zweisamkeit genießen. Ja, genau. Und das war dann aber nicht möglich. Ich hatte mir das alles anders vorgestellt. Ich dachte, also schön romantisch mit diesem Bus und dann morgen früh Blick aufs Meer und dann frühstücken wir, kuscheln wir erstmal und frühstücken schön zu zweit. Und dann höre ich so ein Geklapper draußen und guck so, schieb den Vorhang zur Seite. Da waren da mindestens 10 Campingtische aneinander gestellt, zu so einer riesigen Tafel. Alles saß voll mit Leuten, die da draußen am Frühstücken waren. Heute finde ich das auch herrlich. Aber damals dachte ich, was wollen die von mir? Aber die 30 Leute hat er dir doch schon präsentiert, als ihr losgefahren seid. Nee, eben nicht. Die waren ja alle schon da. Ach so, da hat er gesagt, Überraschung. Ich kannte die doch alle nicht. Das war, er hatte ihn ja gerade erst kennengelernt. Ich kannte seine Freunde noch gar nicht. Okay. Und die habe ich dann auf einen Schlag kennengelernt. Und nicht nur das. Ich musste dann mit denen auch anbaden. Also Ostsee, Pfingsten, eisig kalt. What? Und dann sagten die, das machen wir immer. Das ist eine alte Campingtradition. Und da musste ich weiß und schwabbelig, wie ich mich fand. Ne? Die waren alle durchtrainiert, sportliche Surfer, alle braun gebrannt und so. Und ich dann so total unsportlich in meinem Bikini, Hand in Hand mit denen in die eiskalte Ostsee rennen. Du hast das schon mitgemacht. Ich habe alles mitgemacht. Und ich habe seitdem habe ich kein Jahr Pfingsten ausgelassen. Jedes Jahr fahren wir mit einer mittlerweile völlig veränderten Clique. Immer. Jedes Jahr. Immer noch. Immer nach Dänemark. Immer auf denselben Platz. Immer da an die Steilküste. Und wir baden immer Pfingsten an. Ich verschlägt mir die Sprache. Das ist schon mutig. Übrigens. Also von Ulrike weiß ich genau, dass sie auch sich sehr gut auskennt. Das wollte ich, das ich hörte Camping gerade schon herrlich und also schon von links hörte ich schon Begeisterung. und sie kommen ja aus Bottrop und man weiß ja vom Ruhrgebietler, dass der ja grundsätzlich dem Camping gegenüber auch sehr offen ist. Wir mögen das Gesellige, natürlich. Ja. Und insofern, ich habe da, also ich kann das vollkommen verstehen. Wir haben uns darüber ja auch schon mal begeistert ausgetauscht. Ja. Wir haben wirklich, also was das Campen angeht, haben wir eine gemeinsame Liebe. Und machen Sie das jetzt auch noch? Oder? Nicht mehr. Seitdem unser Sohn ausgezogen ist, sind mein Mann und ich ja auch allein. Also, und wir haben das Wohnmobil nicht mehr. Aber ich ertappe uns doch immer wieder, dass wir zwischendurch um VW-Busse herumschleichen und sagen, ach, wäre doch schon noch mal ganz schön. Siehst du? Aber, Siehst du das? Aber der Trend geht ja auch tatsächlich stark dazu, dass mehr Leute das machen. Und manche geben ja wirklich 40.000, 50.000 Euro für ein Wohnmobil zum Beispiel aus. Ja, das ist Ach, die kann man doch leihen. Das kannst du im Internet mittlerweile völlig easy leihen. Ja. Aber das Schöne beim Campen finde ich ja auch, diesen Querschnitt. Das ist ja so ein Camping. Ja. Das ist ja ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Du hast ja wirklich alles. Du hast so, total ich stell mir das immer so vor, dass da eigentlich mehr oder weniger nur so in so Hansaplastfarbenen Sachen die Leute da sitzen. Nein. Sehe ich vielleicht da Hansaplast? Aber ich finde die Waschschlange, das wäre so für mich so, wenn man da morgens mit dem Kulturbeutel unterm Arm und dann so morgen Bettina und so. Ja, das ist ja das Klischee vom Campen. Also natürlich läuft man mit der Klorolle immer am Platz. Das ist so. Also. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber mit dem Waschtäschchen mache ich zum Beispiel nicht. Also ich finde auch, Stichwort Verwahrlosung, man muss ja nicht unbedingt im Süden ist jeden Tag duschen. Ja. Man kann ja auch einfach ins Meer. Dann haben wir so eine Solardusche am Auto. Als hätte das Meer nicht schon genug Probleme. Man hat dann so eine Solardusche am Auto und dann duscht man sich mal schnell das Salzwasser ab und so. Das ist alles ganz unkompliziert. Also das Camping ist nicht so spießig, wie viele Leute glauben. Ne? Aber jetzt das ist es so. Ich wollte nur einmal den Querschnitt. Also der Freak mit einem mini kleinen Zelt und einem Fahrrad oder der durch die Alpen wandert, ist da genauso wie einer, der mit dem Zopf, mit dem Yoga sitzt, den ganzen Tag auf der Matte da sitzt und vor sich hin meditiert. Oder eben dieses riesen Wohnmobil mit Waschmaschine, Trockner, Smart hinten drin, Motorboot noch hinten dran. Ja, da kennst du das nicht? Ja,
ich habe mal auf der Messe, gibt es ja, ja, die fahren eine Rampe hinten raus und dann kommt da das kleine Smart rausgefahren oder auch schickere Autos. Für das richtige Naturfeeling. Ne? Das, ja, das muss reisen. In Amerika hast du ja, Amerika, da ist ja, ja klar. Die fahren ja, die campen ja da. Und ja, du trägst einen Smart ja als eine Art Mini-Rampe. Ja. Das stelle ich mir gerade Das ist eine große Tradition. Ja, aber das ist, in der Tat haben wir uns heute ja schon gefragt, wie Ralf Möller eigentlich campen könnte. Also gibt es Zelte, die für dich in Frage kommen? Ich habe viel Zeit im Campingwagen wegen der Dreharbeiten immer. Ne? Da hast du dann deinen Trailer und so weiter. Ja. Na, da verbringst du Stunden. Wie man so schön sagt, you get paid for waiting. Acting is for free. Aber es ist ja tatsächlich so, du zählst ja schon in die Kategorie so Schulterklopf-Promi. Das heißt, bei dir sind ja die Fans und auch die Leute, die ich kenne, tendenziell eher distanzlos. Das würde ich nicht sagen. Also, das hast du dir erarbeitet. Die sind freundlich. Die sind freundlich und viele duzen mich auch, weil ich ja schon lange im Fernsehen bin und sie haben das Gefühl, wir kennen uns sehr gut. Ja. Das finde ich aber überhaupt nicht schlimm. Das heißt für mich aber nicht distanzlos. Es gibt natürlich immer mal jemanden, einmal stand einer vor mir und drückte so seinen Bauch fast gegen mich und sagte so, können Sie mal die Sonnenbrille abnehmen? Und ich so, warum? Dann sagt er, ja, ich will wissen, ob Sie es wirklich sind. So. Das fand ich jetzt ein bisschen, oder einmal hat eine Frau direkt vor meiner Klotür gewartet, ganz lange, also dauerte länger. Also ich stand da und ich komme da raus und dann sagt sie zu mir, Sie sind's doch, Frau Tietjen, oder? Und das fand ich, also das sind, aber das passiert wirklich. Immerhin hat sie die Selfie-Stange nicht rausgenommen. Das gab's zum Glück damals. Ja. Mann. Ja. Aber das ist auch der Grund, warum ich kein FKK-Camping mache. Stell dir bitte mal vor, die kommen mit ihren Handys an und das möchte ich nicht. Ja. Also ich möchte nicht dann im Internet mich am FKK Also ich werde mich freuen. Aber apropos Foto, das ist mir, da muss man auch sehr aufpassen, weil ich bin ja immer ganz ungeschminkt und sehe, also ich finde, ich bin kaum zu erkennen. Und dann habe ich neulich ungeschminkt. Ja, also ich bin total ungeschminkt. Ich sehe aber auch andere Klamotten an, sehen jetzt nicht aus so wie jetzt. Ne? Ich bin davon ausgegangen, dass du genau so. Und dann habe ich neulich mal so ein sehr nettes Ehepaar hat mich angesprochen, wollten gerne ein Foto machen für die Oma, so ein Fan und so weiter. Ich dachte, gar kein Problem. Ich kam gerade aus der Dusche, hatte irgendwie so ein wirklich sehr knautschiges, uraltes Kleid an, Birkenstocks und so. Und habe gesagt, ja komm, machen wir mal schnell ein Foto. Und dann waren die weg. Und zwei Monate später kriegte ich Post, da fiel mir dieses Foto in dreifacher Ausfertigung so groß als Hochglanzfoto entgegen. Das sollte ich unterschreiben für die Omas. Ja. Ich sah so verboten aus. Ich habe mich gar nicht erkannt. Dann habe ich gedacht, ich möchte das gar nicht wissen, wie ich aussehe beim Kunden. Also in deinem Buch beschreibst du ja sehr viele sehr amüsante Szenen. Und du hast ja gerade schon von FKK gesprochen. Das ist dir ja mitunter ja auch schon begegnet, da wo es vielleicht gar nicht gewünscht war. Ja, man begegnet ja sehr vielen skurrilen Menschen. Und einmal hatten wir einen Nachbarn, mir war in dem gar nichts groß aufgefallen, aber meine Tochter sagte, der Mann ist nackt. Der hat nichts an. Und ich sage, wieso, der hat doch ein Hemd an? Sagt sie, ja, aber untenrum. Da hatte der untenrum nichts an. Also der lief aber stundenlang einfach so rum. Ich finde aber diese Handbewegung auch schön, die du die ganze Zeit hast. Ja, es schwang alles mit. Es schwang alles im Takt mit. Ja. Und der grillte und spielte mit seinem... Grillte? Ja. Gefährlich. Ich fand das sehr... Muss man aufpassen, dass man nicht das Falsche auf den Rost. Ja, genau. Den habe ich mir jetzt verkniffen, den Gag. Aber jedenfalls, dafür ist Micky hier. Konnte ihn nicht lieben. Jedenfalls, meine Kinder waren natürlich total irritiert, die waren noch relativ klein und starrten die ganze Zeit nur dahin und das hat den gar nicht gestört. Und habe ich zu meinem Mann gesagt, du musst doch mal was sagen. Also mein Mann sagt, was soll ich denn sagen? Also vielleicht ist das ja gar nicht verboten. Ne? Also ja, vielleicht ist es auch nicht verboten. Also jedenfalls mochte er nichts sagen und irgendwie hat er es dann gespürt, wohl irgendwann der Mann und verschwand in seinem Wohnmobil, kam wieder raus und hatte eine Hose an und guckte so provozierend zu uns rüber und sagte, wurde ein bisschen frisch um die Eier. Ne? Also sowas passiert einem natürlich auch. Ich kann da nichts für. Das finde ich sehr. Ja, aber das war wirklich genauso. Aber was man auch sehr oft erlebt, sind Menschen, die putzen, also die ihre Wohnmobile scheuern wie verrückt. Also es gibt ganz viele Camper, ne, Ulrike kannst du bestätigen, die sind von morgens bis abends damit beschäftigt, hier noch zu scheuern und da noch ein bisschen Stäubchen wegzumachen. Der Deutsche ist ja sehr gründlich. Polieren, ja. Diese Ordnungssysteme, was man wo einräumt, welche Kästchen wo drin sind, man muss ja alles in die große Kiste reinkriegen, ja. Ja. Was da an Körbchen, an Dingen, an Erfindungen, was es dafür gibt, hervorragend. Aber so richtig abschalten ist das dann ja auch nicht. Ne? Da hat der Deutsche dann doch wieder Ordnung und Sauberkeit, eigentlich das, wovor man im Urlaub ja möglicherweise auch ein bisschen
fliehen. Ja, aber das ist ja, es gibt ja nicht den Deutschen an sich. Ich bin ja auch deutsch und Ulrike auch. Wir machen es auch nicht. Also man kann aber Leute beobachten. Das finde ich schön, weil diese Kontraste auf dem Platz, das ist wie Fernsehen. Also du kannst dich da hinsetzen in deinem Klappstuhl und lässt den Blick schweifen und immer entdeckst du irgendwas Interessantes. Ross, für dich als Engländer klingt das jetzt gerade sehr deutsch, worüber wir hier gerade sprechen. Ja, auf jeden Fall. Warum? Also ich erinnere mich, dass ich der Einzige war, ich war in Stuttgart in Wellness und ich war der Einzige mit irgendwas an. Alle anderen sind so frei rumgelaufen. Ich habe mich ganz, ganz schlecht gefühlt. Ne? Es ist schon ein komisches Gefühl, wenn ich das Einzige mit Badehose reingeht und so, hallo. Ja, aber du verwechselst jetzt Camping mit FKK. Also ich campe ja nicht nackt. Also ich campe nicht nackt. Ne? Das war eine Ausnahme. Aber alle anderen, Bettina, um dich herum. Ja. Das hat eine Freundin von mir mal erzählt. Die sagte, sie waren irgendwie verzweifelt, haben 10 Campingplätze abgeklappert. Passiert einem ja manchmal in der Hochsaison, dass man keinen Platz bekommt. Und dann landeten sie irgendwann auf einem Platz, im Stockfinstern schon, da sagte, haben sie noch einen Platz bekommen. Da sagte der Platzwart immer, Naturist, Naturist. Das war in Frankreich. Und sie konnte kein Französisch. Und dachte immer, na gut, ich mag auch die Natur. Ja, also was will der Mann? Und am nächsten Morgen machte sie die Tür auf und alle waren nackt um sie herum. Da war das ein FKK-Campingplatz. Also was kann auch passieren. Aber das vorkommen. Eines muss ich doch noch mit dir klären. Schöner stehen, das ist auch ein Motto, das dich auch sehr umtreibt. Oder euch als Paar. Schön stehen, ja. Schön ja. stehen. Ja, das, ja. Kennt jeder Camper. Man möchte natürlich, also die Frauen möchten gerne, die meisten Frauen möchten gerne so stehen, dass man möglichst für sich ist. Dass man einen fantastischen Blick aufs Meer hat, möglichst noch Sonnenuntergang. Ja? Also es muss alles idyllisch sein. Ich brauche immer noch 2 Bäume, die im richtigen Abstand stehen, dass meine Hängematte da aufgehängt werden kann. Weil ich die sehr, sehr gerne in der Hängematte liege. Und mein Mann ist natürlich, hat völlig andere Kriterien. Deswegen, wenn wir ankommen auf dem Campingplatz, geht er links rum, ich rechts rum. Begutachten das Gelände. Ich habe was völlig anderes gedacht. Ich habe gedacht, die Frau möchte stehen im Pinkeln. Ich habe wirklich das gesehen. Wir erklären ihm später noch mal, was Camping in Deutschland schön bedeutet. Stehen, schön also schön stehen. Ja, und der Mann will immer. Ich hab gedacht, wie könnte das gehen? Es ist aber, das geht, aber das erkläre ich den anderen. Ja, so, sorry. Aber jedenfalls hat mein Mann braucht immer, der Untergrund darf nicht sandig sein, der darf nicht wurzelig sein, es muss gut rangierbar sein, man muss rein und raus können. Ihr seid aber beide sehr unkompliziert. Was das angeht. Aber das ist bei ganz vielen Campingpaaren so, wirklich, dass da die Meinungen sehr auseinandergehen und bis man sich da endlich mal zusammengerauft hat. Und dann kommt das große Problem, das habe ich eben noch mit der Maskenbildnerin diskutiert, die ist auch Camperin, die kannte das auch, das große Problem, rauswinken. Also wenn man in irgendeiner Nische steht, wo dann die Bäume sind und die Hecken und so weiter und Mäuerchen und dann muss die Frau den Mann, eigentlich fährt immer mein Mann, muss ich ihn rauswinken. Das ist ein Trennungsgrund. Und dann sagt er immer, stell dich so, dass ich dich sehen kann. Ja. Dann sag ich, komm, raus, links. Sagt er, ich hab gesagt, du sollst dich stellen, wo ich dich sehen kann. Dann sag ich, aber ich sehe dich doch. Und dann sagt er, aber ich muss dich. Und dann haben wir es schon einmal gehabt, leider, dass ich dann immer weiter gerufen habe. Und dann ist er voll mit dem Rücklicht gegen eine Mauer. Und Rücklicht war kaputt. Da waren wir kurz vor der Trennung. Aber solche Momente überwindet man dann im Gespräch. Und dann kann man ja auch... Richtig. So, also im Gespräch ist eine gute Überleitung. Also schön stehen haben wir jetzt erklärt bekommen. Schön sitzen machen wir jetzt hier weiter. Ja, genau. Sehr gerne. Dankeschön. Sehr gerne. Ja. Der arme Ross. Ich weiß. Was er jetzt für ein Bild hat. Die Bilder, was du jetzt unter Campen dir alles... Wahnsinn, es, ja. Es ist tatsächlich so, wir sind einmal campen gegangen und Paul hat sich während der Nacht entschieden, sich im Hotel einzuchecken, weil es ihm zu kalt war. Es war ihm zu kalt? Ja, also ich lag da allein, ich bin aufgewacht. Das heißt, du hast versagt auch ein bisschen. Ja, sorry, aber so ist es doch gewesen. Also ich muss echt sagen, ich habe gedacht, ihr habt so Massagestuhlen. Und dann habe ich gemerkt, dass mein Handy nach hinten gerutscht ist, weil es vibriert die ganze Zeit. Also es ist doch Paul. Müssen wir rangehen? Er fragt sich, wo ich bin. Dein Mann fragt, wo super, du bist. Ne? Du hast ihm wieder nicht gesagt, wo du hingehst. Wir sagen ihm gleich Bescheid. Ja. Aber es ist schön, dass wir schon bei Paul und bei dir unterwegs sind. Ich meine, ihr seid beide Briten im Moment. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das sein möchte im Moment in Deutschland, Brite. Wo kannst du hingehen und wirst nicht auf den Brexit angesprochen? Also erstmal finde ich ganz toll, dass wir beide auch inzwischen eingedeutscht sind. Wir haben auch beide ein deutsches Pass. Aber ich finde es wahnsinnig traurig, wie es alles sich entwickelt hat. Und ich muss sagen, ich hoffe, dass es so weiterkommt, dass wir keiner
Lösung finden muss, dass wir in den EU dann bleiben müssen. Und das finde ich die einzige Lösung, was wir im Moment Im Moment sieht es ja so aus, als ob wir es so lange weiter verschieben. Bis es nicht mehr geht. Aber dann, ich denke halt, es muss zu einem zweiten Referendum kommen. Und dann werden wir auf jeden Fall drin bleiben. Weil ihr habt ja auch unter anderem deshalb die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen, ne? Also wir haben alles gemacht. Wir haben deswegen haben wir den Einbürgerungstest und alles gemacht. Wir haben auch unsere Pension in England verkauft, weil wir richtig Angst gehabt haben, dass die Preise dann richtig sinken würden. Und ich versuche die ganze Zeit, dass meine Mama zu uns rüberkommt. Die Mama ist noch in Großbritannien. Ja, sie will unbedingt auch da bleiben. Und sie hat auch Angst. Alle haben Angst im Moment, weil wir stehen alle ein bisschen in Ungewissen. Wir wissen gar nicht, was damit passieren wird. Sorry, das ist Paul. Paul ist wieder dran. Wahnsinn. Es gibt ja Flugmodus. Wahnsinn. Ja, man kann auch Flugmodus machen. Ja, das habe ich auch noch nicht. Ruft der an, nach. Richten. Nee, das ist nur ein SMS. Ein SMS. Ja. Und willst du nicht mal antworten und sagen, ich bin in einer Sendung? Der wird auf jeden Fall schreiben, warum antwortest du nicht? Eben. Ja. Wollen wir, das können wir doch so nicht lassen. Nein, ist alles gut. Okay. Alles gut. So, ihr beide, ich bin völlig irritiert, was hier alles los ist. Wegen dem Camping. Camping. Wegen dem Camping. Letzten Endes haben wir nur noch diese Bilder. So, Brexit haben wir abgehakt? Nee, wir haben den Brexit abgehakt. Ach so. Ah, zu den schönen Themen. Genau, jetzt zu den schönen Themen. Nein, aber ganz im Ernst, deine Familie hat ja auch gesagt, wir möchten eigentlich drinbleiben, also Mama und Schwester sind noch da. Die haben auch gewählt, dass wir drin und bleiben. Du bist aber gerne in Deutschland seit 20 Jahren, schon über 20 Jahren, muss man dazu sagen. Was würdest du sagen, ist inzwischen besonders deutsch an dir? Also, dass ich sehr... Also, außer nackt auf Campingplätzen rumlaufe? Ich sehr ordentlich bin. Ich habe einen Putzwimmel, ne? Und das ist wirklich so, dass ich bei mir, picobello, ist ja sehr sauber zu Hause, dass ich muss sagen, was ich liebe, ist, wenn ich auf der Autobahn gehe, ne? Und ich muss auf die Toilette gehen, ich gehe dahin und ich sehe auch einen Deckel. Das freue ich mich. In England haben wir das nicht. Gibt es auch nicht? Nee, wir sind froh, wenn wir noch ein Loch haben. Aber es ist wirklich so. Wir werden alle zugemauert. Aber ich meine. Wir kommen immer auf die Toilettengeschichten. Aber was sind wir denn wieder in dieser Sendung? Ich bin drum gekommen, um aber das ist auch das Einzige, was du das heiße Thema. Also dürftest du wenigstens über dein Buch sprechen. Allerdings. Ich wollte über mein CD sprechen. Also, ja, wir kommen zu allem, wenn es weitergeht, kommen wir zu mehr, als wir dachten. Okay, also wir waren jetzt auf der Toilette und im Deutschen. Ja, ja. Mann, ich muss mich wieder beruhigen. Hart, aber sunny fair. Aber es gibt keine Klodeckel in England. Das wusste ich auch nicht. Ich dachte, das wäre so französisch. Ja. Nee, aber manchmal ist es wirklich so. Das okay. Aber so, du kannst bei uns jede Toilette benutzen, bis du... Dann ist es so gereinigt und so schön. Ja, guck mal, das ist so toll. Es ist schön. Was auf jeden Fall wirklich deutsch an dir ist, ist deine Schlagerliebe. Ne? Yeah. Und die ist sehr ausgewachsen. 97 bin ich nach Deutschland gekommen und ich habe mich sofort in Schlager verliebt. Und ich hatte die Möglichkeit, damals war das mit Musicals und wir dürfen natürlich Stadtfestivals machen. Und ich konnte immer mit Schlagersängern wie Jürgen Drews oder Antonio aus Tirol, Roberto Blanco, Udo Jürgens. Ich dürfte mit dem alle dann auftreten. Ich mit meinen Musicals und damit Schlager. Ich habe die Faszination da gesehen. Fandst du das nie komisch als Engländer, wenn du so einen Schlager gehört hast? Nein. Und für mich war Schlager immer in. Ne? Das war immer fantastisch. Ich habe es wirklich geliebt. Und ich habe mich dann befreundet mit Jürgen Drews, habe ich immer gefragt, wie kann man in so einen Beruf einsteigen? Er sagt, man tut das nicht, das passiert einfach. Und dann so viele Jahre später, erst nach die ganzen Fernsehsachen, nach Broses, kam dann die Möglichkeit, dass ich dann mit Schlager anfangen konnte. Das war für 7 Jahre und jetzt bin ich immer noch dabei. Du bist noch dabei und du hast gerade ein ganz frisches Album rausgebracht. Da sind richtige Klassiker drauf, Coverversionen. Ja, mein 5. Album schon. Ja, und an diesem Album auch wieder, muss man sagen, auch wenn der Papa verstorben ist vor 2 Jahren, hat der quasi ein bisschen mitgearbeitet. Nicht? Genau, die Hälfte der Songs kam von den Fans, die konnten sich äußern, welche Songs sie haben wollten. Und den Rest kam von... Mein Papa, der hat einen Zettel gehabt, einen Wunschzettel. Und auf diesem Wunschzettel standen diese ganzen Lieder, die ich aufnehmen sollte. Wir haben das erst nach seinem Tod dann gefunden. Und ich habe gesagt, dieser letzte Traum von meinem Papa muss auf jeden Fall in Erfüllung gehen. Und das Album Schlager Lügen nicht ist wirklich dann ein Album voller Covers. Weil ich finde, die neue Generation von Schlagerfans, die dürfen nicht vergessen, wie toll die Songs von damals waren und immer noch sind. Hat sich ja auch einiges verändert in der Szene, auf jeden Fall. Schlager. Also ich bin dabei. Du bist dabei und damit hat sich tatsächlich einiges verändert. Hat sich sehr verändert. Aber du hast deine Fans gerade schon angesprochen. Du hast eine ganz enge Bindung auch an deine Fans. Wie anders sind Schlagerfans? Wie muss man sich euren Umgang auch vorstellen? Also es ist ganz einfach, die Schlagerfans sind super treu.
die halten zu ihrer Künstler. Und es ist wirklich ein Grund, warum man nach 40 Jahren dann immer noch Schlager machen kann als Künstler. Wenn man, schau mal die Leute wie Jürgen Drews an. Nach so vielen Jahren ist er immer noch sehr populär. Dürfte man dich anfassen auf dem Campingplatz? Als Fan? Oh ja. Unbedingt. Ja, ich freue mich sogar. Du kennst also nur auf den Schulter, oder? Ja, natürlich. Arm, oder einfach den Bauch von hinten dran drücken. haben wir auch gar nicht. Den Anzug, den kriegst du natürlich nie. Der ist ja nicht knitterfrei. Der sieht nach einer Nacht im Wohnmobil nicht mehr so aus. Wie nee, deswegen, dass ich einen Platz gefunden habe, wo ich einfach nur sitzen kann. Ich bewege mich nicht viel. Deswegen ist es kein Drehstuhl. Ich stehe immer die ganze Zeit, ich will dich angucken, aber kann ich nicht. Also, alles gut. Dein Schlagersong hast du unter anderem, da gibt es ein Video, wir schauen da jetzt gleich mal rein. Oh, wirklich? Ja. So. Ich bin, was ich bin. Ja. Und da sehen wir auch deinen Mann. Ja, er wurde dazu gezwungen. Ne? Der wollte das eigentlich nicht. Der ist komplett das Gegenteil. Er ist sehr ruhig, er ist sehr zurückhaltend und so. Eigentlich wie ich abends, wenn ich schlafe. Aber es ist halt. Und er hat gesagt: Ja, muss ich das unbedingt? Ich habe gesagt: Ja, du bist halt Teil meiner Facetten. Du musst auf jeden Fall dabei sein. Die Leute müssen wissen, wie du bist und so. Ich habe gesagt: Okay, dann nur gegen eine Festplatte. Und ich war so, warum willst du eine Festplatte haben? Also so ein Gerät? Ja, er hat gesagt, ja, mache ich, wenn ich eine Festplatte bekommen könnte, dann kann ich die ganzen Videos und was wir gemacht werden und ganze Fotos kann ich da abspeichern. Teilst du ihm die Festplatten zu Hause ein? Gibst du ihm nicht genug? Nein, das okay, wir schauen uns mal an, wie ihr euch oder er sich die Festplatte verdient hat. Aber es ist tatsächlich so, dass viele Leute fragen, Paul, wie haltest du das dann aus? Ne? Ja. Und es ist nicht, dass ich 24 Stunden so bin. Ne? Ich habe auch ruhige Momente halt. Aber wir sind jetzt inzwischen fast 18 Jahre zusammen. So irgendwas mache ich auf jeden Fall richtig. Ja. Und, oder ihr seht euch einfach nur abends. Oder wir sehen uns sehr selten. Ja. Nein. Nein. Auch eine schöne Methode. Aber sag mal, er ist ja Opernsänger. Ne? Ja, du bist Schlagersänger. Genau. Schlaft ihr getrennt? Oder nee. Haltet ihr das zusammen aus? Nee, aber du musst es wirklich vorstellen, er hat so eine wahnsinnig tolle Bassstimme. Ne? Und er kann richtig gut singen. Er singt überall in seiner Gastrolle. Und ich bin, er macht das immer heimlich, wenn er singt. Ne? Er will nicht, dass Leute ihm zuhören. So, ich muss immer so schleichen, unten an der Tür schleichen in seinen Musikraum. Und ich höre das immer gerne zu, was er singt. Er singt so toll. Und ich merke, dass er ist auch ein Gesangslehrer. So, er gibt mir immer sehr viele Tipps. Ach, schön. Sehr viele Tipps. Tipps vor allem. Ja, vor allem. Ja, Tipps, was? Wie ja. Sagt man das? Tipps? Nein, das war toll gesprochen. Ach so, verstehe. Und ich bin ganz froh, dass ich ihm an meiner Seite habe. Ja, aber was du gerade beschrieben hast, das ist ja tatsächlich so. Es gibt ja auch noch diesen privaten Anthony, ne? Es ist ja nicht ja. So. Aber ich bin halt, vergesse, ich bin auch ein gut gelaunter Mensch. Ich war immer so, ne? Das ist ja auch nichts Schlechtes. Und es ist dazu gekommen, weil ich habe einige gute Freundinnen und Freunde in meinem Leben verloren. Ob das wegen Krebs ist und so. Und eine Freundin, Lindsay, hat zu mir gesagt, tu mir den Gefallen, und verliere das nicht, was die Leute an dich lieben. Und das ist dein Spaßfaktor. Und ich habe sie das immer versprochen. Und egal, wenn ich einen schlechten Tag habe, wird niemand damit erfahren, ne? Oder davon erfahren, weil ich will das nicht die Leute zeigen. Ich finde, das Schönste ist, wenn ich weiß, dass Tausende von Leuten nach einem Auftritt von mir nach Hause gehen mit einem Lächeln im Gesicht. Das ist das schönste Geschenk. Wirklich. Und ich weiß, für manche Leute ist es bestimmt auch anstrengend, manchmal mich im Fernsehen zu sehen. Und die machen so, oh Gott, dann schalten die um und dann bin ich wieder da auf der anderen Kanal. Aber da kann ich nichts dafür, es tut mir leid. Aber, aber ich will einfach wirklich nur für die Leute da sein, um Spaß zu haben. Das ist mir sehr wichtig. Lass uns noch mal kurz mit in dein Zuhause schlüpfen. Wir haben jetzt schon gehört vom einem Musikzimmer. Du lebst dort mit deinem Mann. Ihr habt zwei Kinder adoptiert und lebt in Siegburg. Auch mit, glaube ich, ungefähr 200 Keulkarpfen und zwei Hunden noch dazu, ne? Ja. Wie ist das gewesen? Ich meine, jetzt würde man euch oder auch einen Typen wie dich natürlich eher in Köln verorten. Jetzt kommt ihr da, lauft ihr da in Siegburg auf? Also als wir da hingezogen sind, wir sind auf ein Land gezogen. Die Bauern haben schon ein bisschen komisch geguckt. Ne? Mhm. Ich mit meinen schrillen Outfits und so. Und die waren so, oh mein Gott, was ist hier gelandet? Und dann haben die mich kennengelernt und haben die gemerkt, dass ich ein ganz normaler Typ wie jeder andere bin. Das heißt, du gehst so nicht zum Bäcker? Nein, natürlich nicht. Noch schlimmer. Wie schade eigentlich. Wie schade. Ich meine. Also, ich sag dir eins: Unsere Bäckerin hat blaue Haare und was Hallo? Anderes. Ich glaube, in Siegburg steppt der Bär. Ich glaube, das ist ja verrückt, was da ist. Das ist jeden Tag bei uns Karneval. Ja.
Ich meine, wenn man jetzt mal so ganz klischeeig auf dich drauf gucken würde, ja, als schwuler Mann mit deiner Familie, die du gegründet hast, mit dem Schlager und so weiter, sehen dich auch viele als Vorbild an und sagen, Mensch, so wie der Ross, so würden wir das vielleicht auch gerne machen? Oder siehst du dich vielleicht sogar selber als Vorbild und sagst, ich möchte auch Männer, Jungs ermutigen, sich zu outen etc.? Also das im Prinzip nicht. Ich sehe mich sowieso als kein Vorbild für jemanden. Aber ich will einfach nur, wenn die mich, die Leute sehen, dass die sehen, dass ein Ross Anthony sein Leben genießt. Und das ist, was ich will, dass jeder die Möglichkeit hat, ihr Leben zu genießen. Das ist mir sehr wichtig. Mhm. Vorbild ist es schön, wenn Leute sagen, okay, Ross ist ein gutes Vorbild. Der ist nicht jemand, der nur wegen Schlagzeilen in den Zeitungen zu lesen ist. Er ist wirklich ein vernünftiger Mensch. Mhm. Ja. Warum lachst du immer? Du kannst... Ich finde es einfach toll, dass es wirklich, das ist wirklich so ein Gefühl, man sitzt dir gegenüber, du strahlst nicht nur mit deinem Anzug, sondern du bist einfach so ein positiver Mensch und das nimmt man einfach gerne mit und deswegen freue ich mich und sage danke, dass du heute bei uns bist. Ross Anthony. Dankeschön, dankeschön. Ach so. Bin ich fertig? Ja. Kannst du Paul jetzt sagen, wo du bist, ne? Soll ich ihm sagen? Sag dem Paul bitte liebe Grüße, du bist im Kölner Treff. Ich glaube, er hat gerade versucht, telefonisch noch die Ausstrahlung des Musikvideos zu verhindern. Nein, das nicht. Sag ihm eben Bescheid. Ne? Machst du jetzt FaceTime hier? Sollen wir nicht ganz kurz in Hallo? Komm, mach doch. Ja, komm, wir haben die Zeit. Wir haben die Zeit. Denn jetzt auch ran? Geht er bestimmt halt ran. Oh, warte mal. Hat er nichts an? Oh mein Gott. Was war er nackt? Hat er gekämpft? Er war beim Camping. Ich glaube, wer ist als nächstes dran? Es war kein Selfie, es war ein sogenanntes Camping. Oh mein Gott. Jetzt heißt. Ich stelle Ihnen jetzt einfach so lange unseren nächsten Gast vor. Er hat schon alles bewegt. Vor allem momentan ist er selber auch sehr bewegt, wie ich gerade sehe. Die Kinozuschauer, die Harley und tonnenweise Gewichte. Er gilt als der deutsche Arnold Schwarzenegger. Begrüßen Sie ihn ein letztes Mal, bevor er hier sitzt, als NRW-Ministerpräsident. Hier ist Ralf Möller. Ja. Ja nun, was denn? Hallo? Jo. Ich weiß, ich neige zur Übertreibung, aber da, wo du lebst, da ist das ja durchaus üblich. Also andere haben auf der Visitenkarte stehen New York, Los Angeles, Tokio. Bei dir steht Hollywood, Recklinghausen. Richtig, ja. Du bist ja tatsächlich relativ häufig dort. Ja, das hat auch mit meinen Aufgaben hier zu tun. Und nicht zuletzt mit meinen Eltern. Der Vater ist vor 14 Tagen 90 geworden. Wow. Da kann man ruhig mal applaudieren. Vater? Ja. Mutter ist 83 und die Zeiten, wo die mich dann weltweit besuchen konnten, immer irgendwo in Los Angeles mit der Familie oder an den Filmsets. Das haben die gemacht? Das ist die Kamera. Die habe ich nach Mexiko geholt für Conan, für die Serie. New York, überall. Die waren in, als wir Gladiator gedreht haben, auf Malta. Ja. Zu dem Ridley Scott über den Rücken geguckt, die Mutter, aber jetzt... Damals war Vater ja auch schon 70, ne? Also. Ja, ist jetzt 20 Jahre her. 20 Jahre, Termin nochmal, das macht ja... Geht schnell, ne? Das geht heute schnell, das sage ich dir. Frau Kringer, Sie besuchen ja Ihre Eltern, beziehungsweise Ihren Vater ebenfalls. Sie kommen ja aus Bottrop, ja. Wie schon ja gerade festgestellt haben. Und genau. Insofern geht es Ihnen ähnlich. Morgen bin ich wieder da. Also ich glaube, irgendwann ist die Zeit einfach, wo man... das zurückgeben muss, was man bekommen hat. Und da muss man sich kümmern. Und mein Vater ist übrigens auch, der wird auch in diesem Jahr 90. Na toll. Also da geht es auch darum. Also du siehst dich. Ja. Die wollen wir wieder machen. Ne? So ist es. Es ist immer wieder toll. Ich meine, ich lebe ja seit 1993 drüben in Los Angeles und habe auch vor 4 Jahren dann auch den amerikanischen Pass noch bekommen. Ich habe meinen deutschen natürlich behalten, habe also zwei Pässe und vorher gab es immer die Green Card. Aber auch schon als ich 1993 den ersten großen Film mit Roland Emmerich gemacht habe, Universal Soldier, ich bin immer wieder hierher gekommen und es ist manchmal immer 4-5 Mal im Jahr. Also ich würde sagen, in Europa bin ich mindestens 4 oder 5 Monate. Das heißt, wenn ich hierher komme, geht es auch schon mal nach London rüber und so weiter. Aber hier ist immer erst der Anlaufpunkt. Und dann ab zu den Eltern, gucken, alles in Ordnung und so. Und
dann mache ich halt so meine Aufgaben. Jetzt. Ich wäre eigentlich ja erst letzte Woche gekommen. Ich bin ja nur noch vorher gekommen, weil Vater am 14. März Geburtstag hat. Also musst du jetzt sehen, wie ich jetzt... Als guter Sohn gehört sich das natürlich auch so. Ja, und dann zum 90. natürlich, da musst du natürlich auflaufen. Ne? Natürlich. Ja, und was haben die dann da gesagt? Nix, wir haben noch die eingeladen. Das ist gar nicht schlecht. Aber die Party war relativ klein, auf 6, 7. Mein Vater ist 90, die meisten seiner Freunde und so weiter in dem Alter leben ja da nicht mehr. Und die noch leben, muss man in irgendwelchen Altersheimen und so weiter zusammensammeln, wenn noch der eine oder andere kann. Ja. Das habe ich dann bei unserer Mutter gemacht. Da habe ich dann Anneliese abgeholt aus Recklinghausen Süd und die dann in meinen Jeep dann in Was für ein herrliches, da kommt dann Ralf Möller, kommt also ganz normal, aber ich gehe auch nach, ich gehe auch danach, wie gesagt, morgens schon mal auch nach Rewe, ne? Oder wie auch immer. Gehe dann einkaufen und so und hol schon mal so Sachen. Das ist alles dann wie, schon mal wie normal. Stehen die, wie ist dann ist die Frau dann an Kasse 3, wenn dann plötzlich der Gladiator da reinkommt? Ja, mein Gott, die sehen mich ja schon mal öfter. Ja. Kommen dann schon mal öfter hierher. Aber das ist dann schon, ja, ich kam dann nach den, das ist dann, du gehst dann zum Golden Globe rüber und bist 2 Tage später dann bei Rewe in Recklinghausen. Das ist ja heute keine Sache mehr. Aber was gibt dir Recklinghausen? Ja, das ist natürlich, oder? Live. Ja. Aber das ist dann Rewe, ne? So irgendwie Dienstags Golden Globe, Donnerstags Golden Toast, aber irgendwie ist das. Aber was gibt dir Recklinghausen, es ist ja Recklinghausen ist ja Heimat und Hollywood ist zu Hause. Mhm. Kann man das so sagen? Ja, was gibt dir Recklinghausen, was dir in Los Angeles fehlt? Naja, ich bin ja relativ oft, es ist nicht so, dass ich jetzt ein Jahr durch in Los Angeles bin. Ich komme ja immer wieder, wie gesagt, zwischendurch hierher. Und es ist natürlich toll, die Eltern zu sehen, Freunde auch immer nach wie vor zu sehen. Und ich habe ja auch Projekte. Ich bin Markenbotschafter von verschiedenen Firmen. War jetzt hier gerade auf der FIBO auch hier gestern und heute. Und habe dort dann geschaut, was sich in den letzten 30 Jahren da getan hat, als ich das erste Mal dort war. Das ist eine fantastische Überleitung. Das ist eine tolle Überleitung, denn wir haben bildlich zusammengefasst, was sich bei dir in den letzten tatsächlich rund 30 Jahren getan hat. Diesen kleinen Durchlauf. Vor allem am Arm. Wollen wir am Arm, ja. Seien Sie übrigens nicht erschreckt, am Anfang sieht es ein bisschen aus wie Herzblatt. Es wird dann aber hinten raus, geht's Richtung Hollywood. Bitte schön. Sind? Noch lange nicht. Nee. Ja, genau. Noch lange nicht, fertig. Genau, noch lange nicht, sagst du. Aber du lebst ja in Hollywood. Und es ist dort ja nicht ganz so einfach, dort als Schauspieler zu bestehen. Du machst das ja nun schon eine ganze Weile. Ja. Wie sieht so ein Arbeitstag von dir dort aus? Ja, erstmal stehe ich meistens um 6 Uhr morgens auf. Dann geht's mit dem Fahrrad, mit dem Fatbike, ne? Das noch mehr treten muss meistens. Treffen wir dann Arnold, treffe ich dann unterwegs irgendwo am... Den kennst du aber Beach tatsächlich und wirklich so weiter. Persönlich, ne? Und ja, du bist geil. Und dann fahren wir zusammen weiter, noch Kumpels manchmal dabei, geht zum Goldschirm, wir trainieren noch eine Stunde. Und danach wird gefrühstückt. Oatmeal, Haferflocken oder so halt. Ne? Und, das hat aber mit Arbeit jetzt noch nicht so viel weiter zu tun. Ne? Nee, aber das so fängt es ja dann schon mal an. Ist ja auch erst 9 Uhr. Okay. Das heißt, wenn du erst um 9 Uhr ins Büro kommst, habe ich schon mal 2 Stunden Training und den ersten Espresso hinter mir. Nein, und dann geht es natürlich los. Du hast natürlich 3, 4 Projekte. Ich war im letzten Jahr zum Beispiel, habe ich jetzt mit Til Schweiger ein Klassentreffen gemacht. Ein neuer Film mit Henning Baum, Der letzte Bulle, kommt jetzt im November. Für Warner drehen andere Männer gerne mit dir, wenn du jetzt so die Jungs so aufzählst? Oder sagen die, nee, wenn, also ein bisschen weiter wegstellen, ich möchte nicht neben Ralf Möller stehen oder so? Nö, das können ja Kamera-Angle, kann man das okay, ja. Okay, also man kann ein bisschen an der Perspektive arbeiten. Aber natürlich gibt es schon mal Kollegen, die dann zum Beispiel sich schon mal dahin stellen, wo sie nicht stehen und du dann nicht so in dem Licht stehst, wo du normalerweise stehen sollst. Henning Baum ist ja selber auch... Aber Henning ist... Präsent. Henning ist ja auch das Ruhrgebiet, ne? Der Junge. Ja. Und ich mag den auch sehr. Und er hat die erfolgreiche Serie da 5 Jahre gemacht, hat dann aufgehört. Und jetzt nach 6 Jahren haben sie gesagt, komm, jetzt machen wir wieder was. Und das haben wir zusammen gemacht, kommt im November dann in die Kinos. Aber auch in Amerika. Deine Frage stimmt, wir wollten ja eigentlich wir wollten über Amerika, jetzt, ganz genau. Nur ich habe jetzt die neuesten Sachen genommen. Das ist nur ich mache zum Beispiel jetzt eine Serie demnächst mit Tim Miller, der auch Deathpool gemacht hat und den letzten Terminator mit Arnold.
und David Fincher mit Brad Pitt, Cyberns und so weiter. Und das machen wir eine große Serie, die Ende des Jahres. Aber die kriegst du ja, und diese Sachen kriegst du ja nicht geschenkt. Das heißt, du musst ja irgendwo hin. Also man weiß das ja von Hollywood-Schauspielern, dass es abseits der roten Teppiche ja viel Arbeit ist. Das heißt, du gehst jeden Tag zu Castings. Du bewirbst dich immer wieder. Also nicht nur du, sondern auch die Kollegen. Und das ist ja mitunter ja auch eine sehr mühselige Angelegenheit. Es ist aber jetzt nicht nur Hollywood. Ich habe zum Beispiel einen Agenten in London. Und dann Fischer in Berlin und dann eben halt einen auch in Los Angeles. Also das heißt, deshalb, was ich vorhin schon sagte, wenn ich hier bin, also viele wird auch in Europa gedreht. Es wird kaum noch manchmal so viel. Der letzte Terminator oder auch zum Beispiel der Film mit Tom Cruise haben die ganz in Europa gedreht, weil die Kosten halt hier wesentlich günstiger sind. Und wenn hier eine amerikanische Produktion ist, werden die meisten über London und über England gecastet. Was wir damals in Island einen Wikingerfilm gemacht hatten, die wurden, also kamen 2, 3 Hauptdarsteller mit rüber, mir als Hauptdarsteller, und der Rest wurde alles in Europa. Aber du bist ja nicht der Einzige, der in dieser Liga der sportlichen, muskulösen Männer spielt. Und merkst du, dass es schwieriger wird, den Anschluss da zu halten? Das ist natürlich klar, du kannst nicht mehr mit 30 denjenigen spielen, den jugendlichen Typen und so weiter. Das geht immer weiter danach, geht immer weiter. Irgendwann bist du der Vater und, oder dann der ältere Bruder oder wie auch immer noch. Es kommt immer auf. Wann war der Moment, wo du es gemerkt hast, als das Drehbuch kam und da stand, du bist jetzt der Vater von dem? Hast du da gedacht, Scheiße? Ja, jetzt ist es soweit. Die Sache ist, wir können im Film, und das wissen ja viele, die hier auch sind, man kann Leute gut älter machen, aber natürlich nie jünger. Also jünger ist immer wieder ganz schwer. Aber älter geht natürlich. Ne? Da können wir einen 25-Jährigen 70 machen. Aber es gibt natürlich dann auch, das ist wichtig, dass man sich oft sehen lässt. Deshalb bin ich auch im Fitnessbereich so aktiv, weil jetzt mit 60... Wenn du da lesen würdest, Mensch, der ist 60 und würdest den jetzt nicht kennen oder die letzten Filme oder die letzten Sachen sehen, würdest denken, naja, den kriegen wir ja kaum 3 Monate durch den Dreh, ne? Ja. weil er gar nicht mehr fit genug ist. Aber weil du ja häufig im Ruhrgebiet bist, spürst du auch ein bisschen den Druck dahingehend, immer erfolgreich zu sein, weil du ja auch ein bisschen Repräsentant des Ruhrgebiets bist? Du bist ja stellvertretend für die, die da geblieben sind, auch unser Junge, ja, der da drüben ist. Ja, ich denke zwar oft ans Ruhrgebiet, ich mache auch Sachen nach wie vor auch gerne, soziale Engagements zum Beispiel, damals mit Ursula von der Leyen, ich gehe zum Beispiel an Hauptschulen, aber in der ganzen Bundesrepublik, bringe Unternehmer dort ran, unter starke Typen, das Thema mache ich seit 11 Jahren, Vorurteile abbauen, weil Vorurteile sind immer das größte Problem, besonders in Deutschland. Und dann traut man den Jugendlichen nicht mehr so viel zu, weil sie Hauptschule haben oder Migrationshintergrund haben. Und dann präsentieren sich auf der Bühne morgens, also vormittags machen wir das meistens. Und die Unternehmer sitzen da unten und sagen, Mensch, der hat doch was drauf, den nehmen wir jetzt für ein Praktikum. Okay. Durch das Praktikum kommen dann machst du mit 60 halt plötzlich noch mal ein Praktikum? Oder? Dann der andere. Der andere macht dann noch das Praktikum, noch ein bisschen hin und her. Ich lerne immer noch dazu. Man gibt natürlich und macht Sachen zurück. Aber nochmals, man liest natürlich viel Skripte, man gibt viel Angebote. Manchmal hast du 3, 4 Projekte, wovon aber jetzt nicht. Und dann gibt es sozusagen jetzt auch Pay-or-Play-Deals. Das heißt also, wenn der Film nicht anfängt, wirst du zwar bezahlt, aber der Film findet noch nicht statt. Ach so, okay. Oder verzögert sich. Das heißt Pay-or-Play. Natürlich will man drehen. Natürlich bekommt man auch schon mal Sachen angeboten, aber dann überlegst du, kannst du das machen, sollst du das machen? Weil du willst ja den Stand irgendwo halten, ja, mit den Serien. Also muss es schon passen, sage ich jetzt mal ganz einfach. Bei mir hat es ja toi, toi, toi gut funktioniert. Ich muss auch mal zwischendurch nach Mallorca die Haie vertreiben. Ja, richtig. Der Haialarm auf Mallorca war ja damals das auch ein erfolgreicher ganz kurz Film gewesen. Wobei mit den Fischen, trotzdem kommen die ja wieder. Ja. Vor 2 Jahren oder letztes Jahr gab es Haie vor Mallorca. Dann sagt er, wo ist der Möller, wenn man ihn braucht? So, und der, Möller ist ja, der kann ja jetzt jeden Hai mit bloßen Händen erlegen, weil du hast ja deine Ernährung umgestellt. Du bist ja jetzt tatsächlich Veganer, meistens, wenn Mutter nicht gerade Rührei macht. Wenn der Vater nicht gerade, ich muss sagen, ja, also da muss ich sagen, Vaters Rühreier sind unschlagbar. Allerdings kommen die Eier wirklich noch vom Bauer und die werden auch noch gesund ernährt. Das Problem ist ja mit all den Tieren, dass die Medikamente und Sachen bekommen, damit sie schneller wachsen, größer, dicker werden. Und das ist eben dann das Ungesunde, was wir zu uns nehmen.
Aber als ich erst mal meinen veganen Kuchen gegessen habe, Mensch, sag ich, super. Natürlich esse ich auch noch mal. Ich bin also, sagen wir mal, auf dem Weg. Wenn man sagt... Ach, guck an. Man, ja, Moment. Man muss, ich sag mal ganz klar so. 50%, wenn man das schon mal schafft, das Fleisch beiseite zu lassen. Nicht zu oft Fleisch zu essen. Von den Molkereiprodukten eben halt dann die Almondmilch, also die Walnussmilch oder Reismilch und so weiter mit. Und nicht so viel von der Kuh, weil eben halt die Kühe so hochgezüchtet sind und so medikamentös behandelt werden, dass wir das reinnehmen. Jetzt kommt noch eins dazu. Ja, okay. Jetzt gehe ich nach Rewe, sehe da natürlich auch die großen Plastiktüten. Ich sage mal, ich habe gerade wieder Bilder gesehen vom Plastik im Meer. Jetzt hast du den Fisch irgendwo. Jetzt kommt's ja, du isst das, du hast aber die Bilder dann noch von diesem ganzen riesen Plastik im Meer und weißt ganz genau, dass in dem Fisch wahrscheinlich, und das ist nachweisbar, alles erwiesen, auch nicht, dass der reinste Fisch mehr ist. Ja? Also du fängst ja nicht von heute auf morgen damit an, sondern du fängst immer ein bisschen mehr an. Und dann isst du immer mehr Gemüse, immer mehr andere Geschichten. Und es gibt vom statt Quark isst du Soja etc. Oh. Es macht natürlich auch Spaß. Und ich sage, Training ist 70%. Ernährung ist 70%. Wichtig. Ernährung ist 70%. Das Training ist nur 30%. Ja. So, wunderbar. Aber das sind tolle Worte zum Abschluss. Zwei Sachen müssen wir noch sagen. Ja. Sie sehen, Sie bleiben auch groß und stark, wenn Sie sich vegan ernähren. Und Ralf Möller geht natürlich auch mal bei Aldi einkaufen. Und bei Lidl. Vielen Dank, Ralf Möller. Ganz genau. Aber insgesamt war diese Lebensmittelüberleitung natürlich schon grandios, denn wir sind jetzt bei einer Frau, die einfach so wunderbar wirbelig in Küchen unterwegs ist. Wenn Sie Kochshows mögen, und dann können Sie eigentlich gar nicht begegnet sein. Maria Groß, herzlich willkommen nochmal bei uns. Schon eifrig mitgenickt, ne? Bei den Lebensmitteln. Maria, man muss dazu sagen, du warst mal Deutschlands jüngste Sterneköchin. Boah. Ja, war. Ja, irgendwann wird man auch älter, ne? Ja, aber das Thema wurde schon. Tatsächlich ist es aber so, dass es ja etwas ist, wo ganz viele Leute hinstreben und sagen, ah, Sternekoch werden. Du hast gesagt, ich hänge das einfach an Haken, diese Sternekoch-Schürze. Warum hast du das aufgegeben? Also generell glaube ich, so viele Köche oder Köchinnen streben gar nicht danach. Und also für mich ist die Geschichte eigentlich schnell erzählt, weil es ist selten der Klemmer, den es nach außen hat, wie die innere Infrastruktur eines Restaurants eigentlich funktioniert. Ich glaube, das ist ähnlich hier im Showbiz, ja gerade gewisse Shows, das ist hartes Business für die Tänzer, für die Sänger, das ist ein eisiges Wasser, auch Medienbusiness, also egal wo, immer wenn es um Exzellenz geht, um eine Elite, dann wird die Luft immer dünner. Und ich glaube, das ist eine sehr persönliche Entscheidung für mich gewesen, dass ich einfach nach ein paar Jahren, also ich hatte 3 Jahre in Stern, einfach für mich selber gespürt habe, ständig im Wettbewerb leben. Also ich glaube, das ist so ein Ding, ich will jetzt nicht so altmodisch klingen, aber ich glaube schon, da hat so einen Unterschied, ich weiß nicht wodurch, durch die Hormone, wie auch immer, aber es gibt eine Schnittmenge, wo Männer und Frauen wirklich absolut nicht kompatibel sind. Und ich fand das mal geil, eine Weile immer erwähnt zu werden. Das heißt, in der Küche sind sie nicht kompatibel? Doch, du musst absolut funktionieren. Also du musst männliche Attitüden annehmen, aber ich sehe das auch nicht. Ich bin eine selbstbewusste Frau und ich glaube, immer auf diesen Differenzen rumzureiten, bringt auch nichts. Aber ich habe einfach für mich selber gemerkt, ständig im Wettbewerb leben und diesen ja wirklich Schwanzlängenvergleich tagtäglich äußert sich auch in Banalitäten. Was also, da geht es ja nicht wirklich um coole Sachen. Was sind dann manchmal kleine Küchenstreits? Wie soll ich das so aus dem Kontext heraus reißen? Es fängt an, wer die bessere Creme hat, wer jetzt schneller dem Chef gesagt hat, dass dort das Backup ist. Ich habe das gebraten, ich habe es im Ruheofen gepackt und der Zeller sieht ja viel geiler aus. Das wäre jetzt mein Vorschlag für die Menükarte. Es sind 1000 Kleinigkeiten, wo du irgendwann dann sagst, also ist es mir das selber wirklich wert? Und es muss es dir aber wert sein, wenn du in so einem Metier arbeiten möchtest. Ja, also wir müssen mal ganz kurz erklären, es hat jetzt kein Handy geklingelt, nein. Sondern muss man Tabletten genau, der Thomas muss kurz seine Tabletten nehmen und das ist dieser Wecker, der hier auf jeden Fall angehen darf. Also, jetzt war jetzt nicht wieder Ross, ne? Es hat keiner versucht, dich zu erreichen. Keiner hat mich angeguckt. Aber das Bild verdeckt wurde. Ich war ja vorhin sehr neugierig, gell, wo wir erst über FKK und sowas gesprochen haben.
war ja direkt okay. Ich war etwas schnell weiter. Los. Wieso bin ich denn immer bei diesem Nackthemen heute? Dabei waren wir eben noch in der Küche. Aber Maria, es ist ja tatsächlich so, du hast gesagt, du bist auch in dieser Zeit, bevor du Sterneköchin warst, kommst eigentlich aus Thüringen, hast dann in Berlin da viel gearbeitet, hast du gelernt, auch Schwein zu werden. Wie meinst du das, wenn du das sagst? Ich glaube, das klingt radikaler, wie es letztendlich ist. Ich glaube, dass jeder junge Mensch irgendwann dann mal so eine Phase hat, egal ob er Schauspieler ist, Sportler oder so, da willst du, wenn du ein ehrgeiziger Typ bist und aus einem Elternhaus kommst, was dir auch immer ein gesundes Selbstbewusstsein schon in die Wiege gelegt hat, da willst du einfach mit dazugehören und nicht zur grauen Masse, sondern da willst du irgendwie zu den oberen 10 gehören. Das ist so ein Wahnwitz, der ist, glaube ich, so ein Vorteil der Jugend, dass man manchmal gar nicht mit so einer Arroganz daran geht, sondern wirklich das innere Ego ist eine Zeit lang so groß, dass du denkst, ich packe das und ich mache das. Und bedingt natürlich auch, dass du aufhörst, nach rechts und links zu gucken, und nicht ganz so empathisch durch die Küche gehst, sondern sehr, militärisch. Und wenn du die Befehlsgewalt hast, dann musst du die natürlich auch ausführen. Also nur drüber reden und dann Angst haben, ist schwierig. Gell? Mir hat ein Bekannter erzählt, der selber auch auf Sterneniveau gekocht hat oder das noch tut, dass er irgendwo gelernt hat, wo also körperliche Gewalt ist in der Küche offensichtlich gar keine Seltenheit. Also das ist tatsächlich wirklich wobei Bundeswehr auch da jetzt immer... Es ändert sich viel, gerade durch diese MeToo-Debatte, aber es ist natürlich auch immer so eine diese MeToo-Debatte, ich will das nicht kleinreden, aber ich glaube tatsächlich, die Köchin, die sich nach vorne gekocht haben, die haben das tatsächlich getan, weil sie quasi ihre Gebärmutter außen tragen und wirklich Eier haben. Und ich glaube, es ist weniger... Bild. Nein, es ist eine männerdominierte Branche und ich meine das nicht aus der Opferperspektive, sondern ich glaube tatsächlich, wenn man lernt, mit den Wölfen zu heulen, erst dann hat man wirklich auch die Attitude und auch die innere Macht, Dinge überhaupt zu verändern. Und ich glaube wirklich hier bei meiner Generation und vor allem die, die jetzt schon deutlich jünger sind, als ich es bin, da hat sich schon ganz viel geändert. Da spielt Teamgeist, Spirit eine ganz große Rolle. Und das ist auch mega wichtig, weil wir haben in Deutschland praktisch in der Gastronomie keinen Nachwuchs mehr. Du hast eine kleine Handvoll, aber diese ganzen Prüfungsordnungen und dieser ganze Quatsch, der wurde über die Jahre sukzessive aufgeweicht und ich sag mal, jeder, der zu blöd zu mauern war, der wurde irgendwann in die Kochlehre gesteckt oder wurde Servierkraft. Wir waren schon immer das Sammelbecken der Gesellschaft, nicht nur der Campingplatz, sondern ich dachte... Gehen auch immer anbaden zusammen. Ich auch ein bisschen nach Gastronomie, gell? Also. Aber du hast ja tatsächlich für dich gesagt, komm, also das, aus diesem Kosmos möchte ich raus. Und du hast jetzt die Bachstelze, das ist dein Restaurant, das ist so ein bisschen außerhalb von Erfurt. Ja. Und wo du gerade diese Aufteilung Mann, Frau in der Küche auch noch mal beschrieben hast, das machst du mit deinem Mann. Das heißt, du kochst und er serviert. Wir mussten uns reinteilen, ganz ehrlich. Es war am Anfang nicht so geplant, dass er eigentlich eine feste Instanz wird in der Bachstelze. Das ist so ein gewachsenes Projekt, weil wenn man uns mal besucht, da spürt man ganz schnell, dass wir im Grunde so eine Mischung sind aus einer Schweizer Berghütte und einer italienischen Trattoria. Also die Mama kocht und der Alte macht einen Service, meine ich jetzt aber liebevoll. Und ringsherum haben wir noch wirklich ganz tolle Feen und Trolle, also wirklich mega Mitarbeiter, die uns da unterstützen, zum Teil nur stundenweise. Also das Regelwerk, so wie wir es haben in der Bachstelze, kann auch funktionieren, selbst wenn nur wir zwei da sind. Ja, dann nehmen wir halt weniger an und machen weniger große Dinge. Ich habe gelernt, bewusst kleine Brötchen zu backen. Aber da sind wir auch wieder beim Thema, wo kommen die her? Eigener Schweiß, wirklich, also Dinge, die eigentlich normal sein sollten, leben wir wieder. Und bei den Projekten, die wir größer gestalten in der Bachstelze, da versuche ich halt auch in der Gastronomie einen anderen Weg zu gehen, dass man sagt, man entlohnt die Leute gut. Man lässt auch nicht zu, dass Gäste deine Angestellten quasi an die Wand stellen. Ja, also das musst du echt sagen. Ich bin viel immer unterwegs gewesen. Und in Deutschland ist ja doch immer so ein Riesenthema, dass für uns immer das Glas halb leer ist. Ich könnte jetzt auch behaupten, das wäre halb leer. Dein ist ganz leer. Mensch, mein Kölsch ist noch voll. Aber was du beschreibst, das finde ich ganz spannend, weil es beschreibt dich auch so gut. Du, wenn man sich ein bisschen deinen Weg anschaut, dann merkt man, dass du, wenn dir etwas nicht gut tut oder wenn du sagst, das passt nicht mehr zu mir, dann änderst du es auch sofort. Du hast aber nach einer gewissen Zeit. Viele von uns bleiben in ihren Rhythmen ja drin und sagen, okay, ist nicht so dolle, aber du machst diesen Cut. Ich glaube, es hängt wirklich viel tatsächlich damit zusammen, dass ich aus einem tollen Elternhaus ganz viel Liebe und Anerkennung mitbekommen habe und dass da dieser banale Sinnspruch, Kind sei glücklich,
aber kümmere dich selber drum, dass ich das irgendwie von vornherein mitbekommen habe. Und wie du das hast anklingen lassen, so dass du Jugendlichen auch deine Plattform gibst bei Unternehmern, dass sie ein Praktikum machen können. Und das hast du ja natürlich auch, also das finde ich super, weil das sind Leute, die haben es wirklich nie so gut gehabt wie ich. Ich komme zwar aus einfachen Verhältnissen, aber immer gerade in der Biografie, da hast du dann immer mal wieder so dünne Pfade, wo du in der Gastronomie auf Leute triffst, du denkst, ey, oh mein Gott, führe ich eigentlich ein geiles Leben. Mhm. Ja, und was du dir auch bewahren musst, so dieses Stück Normalität und dieses Dankbarsein, weil Gastronomie ist ja nicht nur ein Haifischbecken, sondern ist natürlich auch so ein Koi-Karpfen-Ding. Ja? Also das kann exklusiv sein, da aber kennt, es gibt auch Forellen. Oder? Aber du hast ja gerade auch schon mal deine Familie angesprochen, deine Mama, die dich ja auch sehr eng begleitet in dem, was du tust. Du hast dein erstes Kochbuch jetzt auf dem Markt und da hat die Mama gesagt, das heißt wie du, und die Mama hat auch gesagt, das ist auch wie du. Was meint sie damit? Das sind ja natürlich so, guck mal jetzt, die Botschaft ist angekommen. Wir haben ja auch einen ganz tollen Service, das muss man sagen. Ja, ja. Normalerweise wäscht auch Mickey ab danach. Danke. Vielen Dank. Aber was meint die Mama, wenn sie sagt, das Buch ist so ein bisschen wie du? Also es sind natürlich Thüringer Rezepte auch drin, so ein bisschen gemischt, auch mit was Modernen und so weiter. Aber was meint sie damit? Also ich muss gestehen, dass ich mal ein Kochbuch machen soll, das war was, das wurde mir immer mal wieder zugetragen. Aber tatsächlich ist es so, dass wir dadurch, dass die Bachstelze sehr klein und beschaulich ist, natürlich auch die Notwendigkeit besteht, dass jemand einen Garten macht, dass jemand umbaut, dass jemand kocht, dass jemand sauber macht. Das mache ich nicht alles alleine, aber wir machen schon verglichen mit anderen Läden wahnsinnig viel selber. Und da habe ich halt gesagt, jetzt noch so ein Kochbuch, zumal ich so eine Intuitive bin. Ja, also ich bin keine Mathematikerin und ich mache den Kühlschrank auf und dann leg mal los. Ich habe noch dieses Studentending in mir. Und du machst es, genauso kochst du ja auch, ne? Was da ist, was du besorgt hast, das gibt es. Und deshalb hat mich das immer abgeschreckt mit so einem Kochbuch. Festlegen auf Rezepte. Weißt du, weil da muss man wirklich das ja so machen, dass wirklich eine dritte Person ohne Vorkenntnisse das nachmachen kann. Also ich weiß auch nicht, ob alle Rezepte funktionieren. Ich hoffe es, aber... Das heißt, du hast ja nicht Probe gekocht? Man kocht die doch immer so schön Probe dann. Du hast ja immer, das ist wie mit einem Hefeteig. Wenn ich immer sehe, wie meine Mama sich manchmal anstellt mit so simplen Sachen, wo ich wirklich denke, Mama, wirklich nicht so verkopft dran gehen, sondern ein bisschen so go with the flow. Ja? Also das macht man immer nicht, wenn man so mathematisch rangeht. Das ist immer ganz schwierig. Ja? Und da habe ich mir einfach vorgenommen, dass dieses Buch auf alle Fälle auch ein bisschen sein muss wie ich und vor allem so wie ich jetzt bin. Nicht, dass ich irgendwie ein Kunstkochbuch mache, was irgendwie wahnsinnig teuer ist, was sowieso höchstens Kollegen kaufen, um sich dann wieder gegenseitig das Haar in der Suppe zu erklären. Ja, was hätte besser sein können. Man kriegt von deinem Essen immer sonst Durst, normal. Hast du mal gesagt. Ja, warum? Ich bin jetzt eine Wirtin. Ja, also ich koche in meiner eigenen Kneipe. Eigentlich ist mein Mann der Gastgeber. Also ordentlich was rein, damit die Leute auch was trinken. Und ich sage auch, das ist Thüringen. Wenn die Leute immer fragen nach einer Thüringer Identität, ja, also Heimatliebe bedeutet bei uns ja nicht nur Bratwurst und Thüringer Klöße. Ist aber immer, auch. Aber lecker. Na, guck mich an. Also schon ein Thema. Aber es geht einfach darum, auch zu zeigen, dass wir von der Thüringer Wirtshauskultur her immer an die Grenzen gehen, dass du Durst kriegst und dass du auch immer diesen Spirit haben musst, so wie wenn du irgendwo in der Klitsche bist in den südlichen Ländern und dann siehst du so eine knochenalte Frau kommt da rausgewackelt, hat's mega mit der Hüfte und du denkst, oh, war diese Soße geil, die über die Pasta gemacht hat. Ja? Und dieses, also das ist so, das gelingt mir nicht immer, aber das ist so mein oberstes Ziel, dass du kochst, es muss dich berühren. Das Lustige ist, dass du jetzt das gerade so mit dem Durst auch nochmal so auslebst, weil wir haben natürlich Maria gefragt, das ist kurz vor Ostern, kannst du uns ein Rezept mitbringen? Wir alle hatten, glaube ich, an was ohne Fleisch gedacht, aber wir hatten an was so, was bringt sie uns mit? Und sehr zu meiner Freude. Jetzt im Grunde, vorhin war ich schon ein bisschen, dann dachte ich, oh, schade, aber dann hat er was von Bio-Eiern erzählt und da geht's und ich habe Eierlikör mitgebracht. Yeah. Also zum Thema, ja. Und wer will? Wer will, alle wollen. Im Grunde wollen ja immer alle. Ja. Und sag uns ganz kurz, was macht den Bums aus in diesem Eierlikör? Also tatsächlich klassisch würde ich immer Rum nehmen, aber in diesem Fall ist es doch sehr zonenmäßig geworden. Es ist Wodka aus dem Nachbardorf. Ja, guck mal. Ja, also ordentlich. Gut, genau. Und nicht erschrecken, normal würde ich das empfehlen, entweder über so einen schönen flutschigen Kugelhupf oder wenn du so ein Käseküchlein hast und sagst, ach komm, lass mal heute mal krachen. Absolut. Aber natürlich. Aber so. Auch einfach im Kölner Treff.
Warum nicht? Old-fashioned und delicious. So, schlecht vegan. Ich bin ein großer Eierlikör-Fan. Ich darf Ihnen auch sagen, ja, wir schenken ein, ich verrate Ihnen noch Rezept, stellen wir natürlich auf die Homepage und auf unsere Facebook-Seite. Ich melde mich schon mal ab für den Rest der Sendung. Dankeschön, Maria Große. Auf fürs Mitbringen. Komm raus, hier. Hallo. Was darf nicht, ne? Die Erfahrung lehrt mich, mit Anmoderation zu warten, bis der Schnaps ausgeschenkt ist. Bei der Gelegenheit wäre es vielleicht gar nicht verkehrt, auch Frau Tietjen und Herrn Möller vielleicht noch mal ein Bier zu bringen. Ich habe nämlich gerade, als das Thema Durst aufkam, habe ich die panischen Blicke gesehen. Wir wurden beim Kölsch gerade sträflich übergangen. Also, Frau Kriener, falls ich gleich dumme Fragen stelle, Sie wissen warum. Ja. Cheers. Also ordentlich was drin. Wer zum Kommt Wohl, eigentlich zum auf Wohl, den Google hoch. Prost. Danke dir. Danke, Maria. Sehr zum Wohl. Ja, sie ist eine der führenden Frauen der Schauspielbranche. Aber Achtung, gell? Was Sie vielleicht nicht wussten. Super lecker. In Regensburg, wo sie die Kommissarin Lukas dreht, da ist sie eine Art Touristenattraktion. Und was sie auch besonders gut kann, ist schweigen. Das muss sie uns jetzt allerdings nicht unbedingt beweisen. Herzlich willkommen, Ulrike Kriener. Hallo, danke. Sehr lecker. Lecker. Das Tolle an Eierlikör ist ja, dass man immer noch mal ein halbes Pinchen hat, weil der so langsam wieder zurückläuft. Der wird auch nicht schlecht. Aber dann musst du mit der Zunge. Der kann da stehen. Ja, ja. Ja, das mit der Zunge mache ich später, sonst wird es wirklich unwürdig. Und ich habe genügend unwürdige Momente in meinem Leben. Vielen Dank, mein Hase. Später. Ja, also das ist jetzt hier nur wirklich das. Ross braucht das zwischendrin. Er braucht diese Bewegung und auch so ein bisschen später. Ja, was ich wollte, mal was Höfliches. Hatten Sie, Frau Kriener, hatten Sie vielleicht nie mehr Lust auf ein Schweigekloster als kurz nach dieser Sendung? Das sieht ein bisschen danach aus, ja. Nein, Sie sind tatsächlich kurz davor, wieder in ein Schweigekloster zu gehen. Im Mai ist das. Also ein Kloster ist das nicht. Das ist das Haus der Begegnung, das La Salle-Haus in der Schweiz. Und da kann man Schweigeseminare buchen, unter anderem auch andere Seminare. Aber ich favorisiere für mich die Schweigeseminare. Ist aber eine kirchliche Einrichtung? Nein. Es ist geleitet von Jesuiten, das schon. Mhm. Aber die Angebote haben jetzt viel, was man aus dem kirchlichen Zusammenhängen kennt, gibt es viel Angebote. Aber es gibt auch Yoga, gibt andere Dinge da auch. Aber die macht man alle schweigend dann? Nein, natürlich nicht. Das, was ich da mache, wo ich jetzt dann 3 Tage hingehen werde, ich mache kurze Tage da. Ich habe auch schon längere Tage da verbracht, also schon eine ganze Woche da bin ich da auch gewesen. Das ist dann ein Session, das sind dann 5, 6 Tage Schweigen. Morgens aufstehen, 6 Uhr, kein Training, sondern meditieren. Auch nicht so easy. Okay, ja, das ist genau. Und 6 Uhr morgens aufstehen. Und dann. Und wie lange, wie viele Tage? 6 Tage. 6 Tage? Ja. Und dann spricht man gar nicht. Man spricht gar nicht. Und wenn man jetzt so wie hier, reich mir mal die Butter oder man möchte, also schreibt man sich vielleicht was? Nee, gar nicht, weil man meditiert einfach nur in der Zeit und die Tage sind klar strukturiert bei dieser Zen-Meditation. Was man macht, also es gibt, wie gesagt, morgens die Zeiten, wo man gleich anfängt, dann gibt es das Frühstück, wo nichts gesprochen wird, dann gibt es kurze Arbeitseinteilungen, wo nicht gesprochen wird, dann gibt es Impulsvorträge, die man hört, dann gibt es wieder Meditation, hat man eine freie Zeit, es gibt das Mittagessen, es gibt, wie gesagt, der Tag ist sehr klar strukturiert und am Abend, also die letzte Meditation, die schenke ich mir dann meistens, weil meine Knie glühen, wenn ich da auf dem kleinen Bänkchen sitze und meditiere. Aber mir tut das sehr gut, also man kann und ich finde es überhaupt nicht schwierig zu schweigen. Man kann dort Vorträgen lauschen, das schon. Also es wird nicht durchgeschwiegen von allen, sondern man setzt sich. Und einer, ja. Unser Niklas Brandschen in dem Fall, wo ich hingehe, der hält einen Vortrag 3/4 Stunde lang. Ja. Wie sind Sie dazu gekommen? Ich habe das kennengelernt, als ich vor mehreren Jahren, ich glaube 5, 6 Jahre mal eine Dokumentation hier für den WDR gemacht habe, für diese Reihe Auf der Suche. Da habe ich mich mit diesem Thema Kirche, ja oder nein, austreten, ja oder nein, wie stehe ich denn dazu, was soll denn das alles und so,
habe ich mich mit dem Regisseur Ravi Kamalka auf diese Spur gesetzt und bin dem nachgegangen und bin so an dieses Schweigeseminar habe ich da mitgemacht. Genau, man kann ja in Ihrem Buch lesen, da haben Sie unter anderem darüber gesagt, hier habe ich etwas gefunden, von dem ich nicht wusste, dass ich es suche. Ja, das stimmt. Was ist das dann im Detail? Kann man das irgendwie als Gefühl beschreiben? Schwierig, weil, nein, ich kann es schwer beschreiben. Es ging, letztendlich war der Ausgangspunkt bestimmt der, dass ich mit meinem Verhältnis zur Kirche immer wieder hadere. Dass ich die Kirche schwierig finde, dass ich meine Probleme habe. Ich glaube, wie viele Leute mit der Kirche ein Problem haben. Aber dass ich sowas wie meine Gläubigkeit, mein Glauben, auch immer zusammengesehen habe mit der Kirche, dass ich es nicht geschafft habe, da auch mal ein bisschen Luft dazwischen zu lassen, zwischen meinem Glauben und zwischen der Kirche. Das hat aber auch ein bisschen damit zu tun, dass man es Ihnen sehr früh verdorben hat. Ja. Sie kommen ja aus einem Haushalt, in dem die Kirche eine große Rolle gespielt hat. Ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber für uns war eine Kirche, war die Kirche und das Kirchenjahr und auch das Leben mit der Kirche selbstverständlich. Das waren natürlich die Schulen, die man besucht hat, eine katholische Schule, das Gebäude, in dem ich zur Grundschule gegangen bin. Da waren auf der einen Seite die Katholiken, auf der anderen Seite die Evangelien. Die Gänge dazwischen waren sogar zugemauert. Natürlich haben wir Kinder alle zusammen gespielt, aber in den Pausen, ne, waren die da drüben und wir Katholiken hatten auch ein bisschen das Gefühl, dass wir ein bisschen was Besseres sind als die Evangelien. Ist das, hat man tatsächlich so ein Dunkel? Das war so, das muss man. Ja, aber, ja, bei uns war das schon so. Weil bei dir ist es ja tatsächlich, also du hast das Elternhaus, was das angeht, auch als unangenehm empfunden. Nee, das ist falsch. Lege ich dir jetzt gerne in den Mund? Nee, das finde ich nicht. Also ich bin sehr, sehr christlich. Meine Eltern waren halt in einer freikirchlichen Gemeinde, was ja noch mal eine Nummer strenger ist als die Kirche, weil da wird sehr, sehr wörtlich, die Bibel sehr, sehr wörtlich genommen und ist wirklich relativ streng. Aber nein, ich habe es nicht als unangenehm empfunden, ich habe nur es nicht verstanden, als ich dann in die Pubertät kam, habe ich einfach nicht mehr verstanden, warum meine Eltern da ständig hingingen und warum sie das alles so warum sie diese Strenge so akzeptiert haben für sich, weil ich immer gesagt habe, der Gott, an den ich glaube, dem ist es völlig egal, ob ich jetzt einen Rock trage oder eine Hose. Das war nämlich noch so, die Frauen trugen keine Hosen. Aber die Strenge Frauen hatten lange Haare und trugen keine Hosen. Aber die Strenge hat sich nicht auf dich übertragen. Nee, meine Eltern waren relativ liberal im Vergleich zu den anderen in dieser Gemeinde, aber ich habe trotzdem eben immer diskutiert und habe gesagt, man kann doch glauben, ohne sich solchen strengen Regeln zu unterwerfen. Also das habe ich irgendwann nicht mehr begriffen. Ich bin immer noch ein gläubiger Mensch. Ne? Nur ich habe eben gedacht, meine Eltern waren sehr intelligent, mein Vater war ein geradezu Intellektueller. Habe ich nicht verstanden, warum er dreimal in der Woche in diese Gemeinde gegangen ist, wo man doch sehr, sehr schlicht an den Glauben rangegangen ist. Aber er brauchte das für sich. Er brauchte einfach dieses Gefühl, auch um die Vergebung seiner Sünden zu beten. Er hatte schlimme Kriegserlebnisse. Und ich habe das für meinen Vater auch so akzeptiert. Ich habe nur gesagt, erwarte es nicht von mir und meinen Schwestern, denen ging es ähnlich, dass wir da immer noch mit hingehen. Ne? Das heißt nicht, dass man ungläubig ist. Ja, und bei Ihnen war es ja auch so eine Zeit lang, waren Sie ja komplett weg, mindestens von der Kirche. Ich bin mit 16, Ende 16 bin ich ausgetreten aus der Kirche. Genau, und dann war es mit dem Glauben auch erstmal vorbei. Es hat mich nicht interessiert. Ich habe einfach andere Dinge gemacht. Es gab andere Sachen im Leben, die waren mir einfach wichtiger. Und ich habe mit der Kirche zu dem damaligen Zeitpunkt überhaupt nichts mehr an der Backe gehabt. Ich habe mich da so wohl und aufgehoben ich mich als Kind gefühlt habe in der Kirche, hat das in der Pubertät bei mir auch aufgehört. Aber als Sie dann Ihren Mann kennengelernt haben, Anfang der 90er? Da waren ja natürlich, da sind ja jetzt Jahrzehnte jetzt dazwischen. Ja? Ja, ja. Also auch Jahrzehnte ohne Kirche, ohne dass ich mich da weiter drum bemüht habe. Aber dass dieses Thema dann so zurück in Ihr Leben gekommen ist, denn Ihr Mann ist sehr gläubig. Durch meinen Mann, einfach weil der da natürlich, der stand viel mehr dazu. Der ist viel vergnügter und unbeschwerter sozialisiert gewesen durch die Kirche. Aber ist das nicht... Ich könnte mir das vorstellen, dass man einen Mann vielleicht gar nicht so attraktiv findet, der so gläubig ist. Vor allen Dingen, weil es vielleicht auch einen selbst an etwas erinnert, was man eigentlich hinter sich gelassen hat. Also, wir haben uns auch sehr viel gestritten. Das Thema, das war nicht ohne bei uns. Aber was soll ich sagen? Ich mag ja intelligente Männer. Und ich habe einen erwischt. Ja. Aber nur eine
eine Frage. Habe ich noch einmal eine Frage. Ging dir das, geht dir das auch so? Ich hatte nämlich auch diese Phase, wo ich gar nichts mehr damit zu tun haben wollte, dass man irgendwann merkt, das sitzt doch so tief. Natürlich. Da ist was, was man gar nicht wieder los wird. Das wird man nicht mehr wieder los. Und wenn man da einfach dann stehen bleibt, und das ist mir genau auch so gegangen in den Auseinandersetzungen mit Georg. Ich habe einfach gemerkt, ich habe einfach gemerkt, verdammte Hacke, ich habe nicht weitergedacht. Ich habe einfach nur in meinem, ich will mit der Kirche nichts zu tun haben, lass mich doch in Ruhe damit, ich trete aus und so weiter. Ich habe einfach aufgehört, weiter zu denken. Ich habe mich nicht mehr beschäftigt. Und durch diesen Mann, durch meinen Mann, musste ich mich wieder mit diesem Thema beschäftigen. Aber das haben Sie ja jetzt sehr getan. Sie haben ja sogar ein Buch darüber geschrieben. Ja, das ist ja auch. Ist ja unheimlich viel Zeit dafür. Inklusive CD, in der Sie aus der Bibel lesen. Mhm. Und das ist ja schon ein bisschen mehr, als der Normalgläubige tatsächlich tut. Also ist es Ihnen auch ein Bedürfnis, den Menschen den Glauben näher zu bringen? Nein, ich bin keine Missionarin, das bin ich nicht. Aber ich beschäftige mich gerne mit Dingen, ich beschäftige mich gerne mit Themen. Und in diesem Fall übrigens ist mir das ähnlich gegangen wie bei dir, wo es immer mal wieder Anfragen gab von Verlagen, Frau Kriener, machen Sie doch, könnten Sie nicht, und ein Buch und so. Und ich wollte keine Gartenbücher schreiben. Und ich wollte auch nichts über Yoga machen, weil das kann ich nämlich gar nicht. Und dann kam aber diese Geschichte mit dem Schweigeseminar. Und irgendwann habe ich während dieser Schweigewoche bin ich auf diesen Text von Kohelet aus dem Alten Testament gestoßen. Genau. Und das hat mir so gefallen. Erstens ist es eine wahnsinnig schöne Literatur. Es ist ein unglaublich schöner poetischer Text. Und ich habe zum ersten Mal einen Text in der Bibel, im Alten Testament gefunden, wo ich das Gefühl hatte, das passt. Das greift die Zweifel auf, das greift mein Hadern auf, das greift meine Kritik auf, das greift meinen Zweifel auf und beschönigt nichts. Und rührt einfach an diese Spanne, die wir haben zwischen Geburt und Tod. Und das hat mir gefallen. Und da habe ich das, ich hab da einen Bezug zu gehabt und habe dem Verlag dann angerufen irgendwann und gefragt, kein Buch über diese Themen, sondern ich hätte schon was, ich würde gerne ein Hörbuch machen. Ich würde gerne den Text einlesen. Und die haben sich gefreut. Die haben gesagt, super Idee, Frau Kriener, wunderbar. Und dann habe ich das nächste Glück gehabt und habe sofort eine Musikgruppe, mit der ich sehr gerne zusammenarbeite, die ich total bewundere, mit der ich schon öfter zusammengearbeitet hatte. Von denen wusste ich, die haben mal eine CD gemacht, Flying Carpet, orientalische Musik, also westliche Musik, die orientalische Musiker auch trifft. Und die habe ich gefragt, habt ihr Lust, das mitzumachen? Könntet ihr euch das vorstellen? Wie kriegen Sie mich jetzt als Zweifler, als Kirchenzweifler, der kurz davor ist, vielleicht auszutreten, wie kriegen Sie mich mit dieser CD, mit diesem Buch? Wie gesagt, es ist nicht meine Aufgabe, Sie zu bewegen. Wenn Sie Lust haben, sich darüber zu unterhalten, können wir uns auf ein Bier mal irgendwo treffen. Wir können ein bisschen reden. Ich hoffe einfach mit dem Buch, wenn das die Frage ist, was könnte man mit so einem Buch erreichen, dann würde ich mir wünschen, dass der Text im Alten Testament, dass der anrührt. Ich hoffe, dass ich ihn verständlich, emotional, wie auch was dahinter steht, rüberbringen kann. Ich hoffe, dass es ein Text ist, der Geist und Gefühl anspricht. Und in dem Buch kommen ja noch ein paar andere Leute zu Wort. Es sind Fotos auch von einem Freund von mir da drin. Ich wünsche mir einfach, dass dieses Buch Nahrung gibt, den Menschen, die, also dem Geist Nahrung gibt für Menschen, die sich noch Lust haben, immer wieder mit sich und ihrem Verhältnis zu dem, was Glauben ist, auseinanderzusetzen. Zu der Frage, wer bin ich, wer will ich sein, warum bin ich hier und wie verorte ich mich? Und dann gibt es ja noch die Frage, wer hat's getan, wer war's? Und die auch wird noch dann morgen geklärt, und zwar in Ihrer Funktion als Kommissarin Lukas. Ja, das stimmt. Dort sind Sie morgen zu sehen. Und was da passiert, da haben wir dann so einen kleinen Einblick in sehr weltliche Vorgänge. Ja, gut. Nächsten Folge. In der nächsten Folge spielt dann Ralf Möller mit, da brauchen wir keinen Schlüssel, dann tritt er die Tür einfach genau, ein. So vielen Dank, Ulrike Kriener. Danke.
Ein Thema, was in dieser Woche wieder sehr heftig auch in Deutschland diskutiert wurde, ist das Thema Organspende. Und vor ziemlich genau 50 Jahren wurde in den USA ja zum ersten Mal ein Kunstherz implantiert. Zum Glück, muss man sagen, hat sich seitdem einiges getan. Denn so kann er heute auch bei uns sein. Thomas Herfert ist heute bei uns. Herzlich willkommen. Sie haben diese ganze Entwicklung auch zum Thema Kunstherz miterlebt, weil es einen Februartag 2015 gab, an dem sich Ihr Leben komplett verändert hat. Ja. Welche Erinnerungen haben Sie an diesen Tag noch? Ich kann mich an den Tag selber gut erinnern noch soweit. Weil direkt nach der Geschichte, nachdem ich ins Krankenhaus reingekommen bin, weiß ich erstmal so gut wie gar nichts. Man muss aber dazu sagen, erstmal müssen wir erklären, seit dieser Krankheit sind Sie ein bisschen nah am Wasser gebaut, hat Ihre Frau mir gesagt. Ja, das heißt, ja, ja. Es ist völlig in Ordnung, wenn wir darüber reden. Wenn ich von der Geschichte erzähle, bleibt nicht aus. Dann. Sie dürfen hier weinen, das ist überhaupt kein Problem. Ich wollte es nur kurz erklären, ja, damit wir wissen, dass es Ihnen gut geht. Mir geht's aber gut. Sie haben an dem Morgen sich einfach nicht wohl gefühlt. Ne? Es war jetzt erstmal nicht so dieser Klassiker. Wie man halt so morgens aufsteht, wenn man arbeiten muss. Duschen gegangen, habe noch einen Kaffee getrunken, wollte noch zur Toilette gehen. Ich muss mich noch mal hinlegen, ich habe irgendwie Kreislauf. Ja, so schwindelig und schlecht und mir ging es nicht gut. Wenn ich gelegen habe, war okay. Sobald ich wieder hochkam, ging es wieder los. Kreislauf, schwindelig. Mhm. Meine Frau sagt, soll ich einen Notarzt rufen? Ich sage, ich weiß nicht, was ich habe. Ich sage, das kann nichts Schlimmes sein, dieser Kreislauf. Ist aber ja nicht der Klassiker gewesen mit linker Arm tut weh oder Arm sonst tut was. Arm tut weh, keine Engel in der Brust oder so oder Atemnot oder sonst was. Mich relativ normal gefühlt, ein bisschen geschwitzt und mir ging es halt so einfach nicht gut. Mhm. Ja, also bin ich dann, weil meine Frau mich auch gedrängt hat, der Sohn musste sowieso auch noch zum Arzt, da bin ich dann mitgefahren. Ja, in der Praxis dann kurz EKG gemacht, so ein bisschen geschildert, geguckt. Ja, das EKG war fertig, die Ärztin guckte nur drauf und da war der Notarzt schon da. Sie hatten, das muss man dazu sagen, deswegen war das nicht so offensichtlich, einen sogenannten Hinterwandinfarkt. Die haben eben ganz andere Symptome, richtig, solche Infarkte. Das wusste man vorher aber nicht. Ne? Genau, also das heißt, Ihre Frau hat Ihnen in dem Fall quasi das Leben gerettet. Richtig, weil die haben hinterher gesagt, halt, wenn ich nicht zum Arzt gegangen wäre, die Nacht hätte ich nicht mehr überlebt. Mhm. Sie sind dann tatsächlich mit dem Notarztwagen, ich glaube auch mit Wiederbeleben und allem Möglichen ins Krankenhaus gekommen. Nach Dortmund ins Krankenhaus erstmal. Es gab eine OP, erstmal eine. Den Stent, ganz klassisch, also zur Gefäßerweiterung da bekommen. Dann gab es eine weitere Operation. Ja, weil hier festgestellt wurde, dass irgendwas stimmte nicht, sagte der Arzt. Und beim Abhören sagt er dann, da ist ein Loch im Herz. Mhm. Also nochmal operiert. Und dann sind Sie aufgewacht nach diesen Operationen. Soweit, ja, ich war ja vorher auch schon mal wach. Genau, aber nach dieser Operation war ja nichts mehr wie vorher. Denn Sie sind aufgewacht und haben erfahren, dass es Ihr Herz quasi nicht mehr gibt. Ja, in Duisburg dann. Ich bin ja zwischenzeitlich verlegt worden. Ich war erst in Dortmund. Nach dem Verschluss des Herzens, weil mit dem Loch, weil das nicht gehalten hat, hatten die Nase vorne und gesagt, nee, wir verlegen nach Duisburg in die Spezialklinik zu den Fachleuten. Da sollte ich eigentlich ein Unterstützungssystem kriegen, also nicht das Vollsystem. Und ja, da bin ich dann auf dem OP lag und dann offen und sollte dieses Unterstützungssystem kriegen. Und der Professor stand halt noch dabei, hat nur geguckt und sagte, pack das Ding wieder weg. Vollsystem. Das heißt, was ist von Ihrem Herzen übrig geblieben? Die Rückwand. Die Rückwand. Ja, und da wurde dann halt dieses Kunstherz komplett, diese beiden Herzkammern, nenne ich es mal, aus Kunststoff, wurden da halt anmontiert, dann mit den entsprechenden Adern verbunden. Das hat also wirklich von der Bedienung her wie ein Herz war. Und das Ganze wurde betrieben von außen über Druckluft. Jetzt sind Sie nach dieser Operation, wo Sie ja dachten, Sie bekommen eine Unterstützung für Ihr Herz, sind Sie wach geworden und es war im Grunde noch eine Rückwand da, wie Sie sagen. Wie haben Sie das erfahren? Eigentlich, als ich gesagt habe, ich will mal wieder duschen und man mir dann gesagt hat, nee, duschen ist erstmal nicht. Weil Kunstherz und offene Wunde und muss steril verbunden sein und darf nicht nass werden. Dann die Elektrik außenrum, also die pneumatische Pumpe, die das Herz angetrieben hat. Das musste natürlich alles vor Feuchtigkeit und so geschützt sein. Der Verband musste steril sein, also durfte ich erstmal nicht duschen. Was müssen wir, also ich meine, zum Glück haben die wenigsten von uns eine Ahnung, wie so ein Kunstherz wirklich aussieht. Was war das für ein Gerät, an dem Sie dann hingen? Wie gesagt, das waren so wie so Herzkammern innen. Dann kamen so Schläuche halt im Bauchraum, kamen so fingerdick zwei Schläuche raus. Die führten dann zu diesem 8 Kilo Druckluftgerät, was mit zwei Akkus betrieben wurde. Zwei, weil man die Akkus halt wechseln muss und der lief mit einem Akku. Man musste halt zum Wechseln immer erst einen raus, wieder einen frischen rein.
Dann konnte man den zweiten rausziehen und den zweiten auch wechseln. Das ist aber jetzt schon das mobile Gerät, was Sie beschreiben? Das war das mobile Gerät. Genau, also wir müssen kurz dazu sagen, Sie hatten natürlich im Krankenhaus, war das ein größeres Gerät? Also Kühlschrankgröße ungefähr, ja. Und wahnsinnig laut, glaube ich, ist sowas auch? Reichlich laut, ja. Also im Krankenhaus fiel das gar nicht so auf, weil da mehrere von diesen Dingern standen. Hinterher zu Hause fiel es dann mit dem mobilen Gerät eher auf. Ne? Also das ist relativ laut. Das kleine mobile Gerät allein hat knapp 72 Dezibel. Das heißt, es ist so Staubsauger-Lautstärke, oder? Ein bisschen lauter sogar. Ja. Damit sind Sie rumgelaufen? Damit bin ich rumgelaufen, hinterher, ja. Wie gesagt, also, ich war, genau, drei Monate auf der Intensivstation. Muskulatur war komplett weg. Mhm. Und musste dann quasi von null anfangen. Durfte dann irgendwann das erste Mal von der Intensivstation aus im Rollstuhl in die Kantine, damit man was anderes sehen konnte. Und dann haben Sie diesen Rucksack bekommen. Ja. Das war ja tatsächlich ein Rucksack, da war dieses mobile Gerät dann drin. Ja. Was aber natürlich, also ich meine, jeder von uns, das finde ich so irre, fühlt seinen Herzschlag. Ja. Sie konnten einen hören. Richtig. Also, aber das war ja gar nicht mehr ihrs. Ne? Also das Nein. ist ja eine völlig absurde Situation. 130 Schläge die Minute, war die Pumpe eingestellt. Ja. Und man hörte halt, wenn man so zur Brust hin gelauscht hat, von diesen künstlichen Herzklappen, dieses Klack, 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 im entsprechenden Rhythmus. Also alle haben auch immer etwas gehört, wenn sie getroffen haben? Ja, weil man ein bisschen weiter weg stand, so hat man das Herz so nicht gehört. Man hat jetzt diese Pumpe gehört. Ja. Das Herz selber hat man wirklich nur gehört, wenn man dran gehorcht hat am Brustkorb oder wenn ich abends auf der Couch gesessen habe und den Kopf so ein bisschen auf der Brust hatte, dann konnte ich es halt auch hören. Und wie sah Ihr Alltag aus mit diesem Rucksack? Ich meine, man kann wahrscheinlich nicht sowas machen wie ins Kino gehen. Ich meine, duschen haben wir jetzt schon gehört. Ja. Wie war das? Zunächst mal sehr ungewohnt. Ich wollte am Anfang von dem Ding auch gar nichts wissen soweit. Man hat sich hinterher damit befasst. Wenn man es dann 4 Jahre trägt, dann beschäftigt man sich damit. Man konnte in Anführungszeichen, sage ich mal, relativ normal mitleben. Aber Sie haben gerade die Akkus angesprochen. Ich meine, Laufzeit 2 Stunden, Einsatz. Und danach fing die Dinger an zu piepen, relativ frühzeitig, Gott sei Dank immer. Ja, aber wir alle wissen doch, wenn das Smartphone anzeigt, der Akku geht leer, kriegen wir alle schon die Panik. Und bei Ihnen hängt das Leben dran an so einem Akku. Ich hatte am Anfang 3 Sätze, hinterher 4. Also ein Satz von den Akkus, sind immer 2 Stück im Gerät. Also Ihre Frau hat mir eben erzählt, Sie haben auch sogar Lösungen fürs Auto gehabt, im Zigarettenanzünder. Ja, da gibt es ein Ladegerät für unterwegs, ne, für die Fahrt, damit man dann sich einen Zigarettenanzünder. Man konnte das Gerät selber an Strom anstecken. Dann brauchte man keine Akkus wechseln, wenn man halt so unterwegs war. Ja. Ja, wir sind 2017 in Sanford gewesen, beim 24-Stunden-Radrennen. Und da sind Sie ja mitgeradelt auch, ne? Mit der Maschine auf dem Rücken. Das ist schon irre, was Sie... Ja, am Rücken hatte ich sie nicht. Wir hatten so Packtaschen halt am Rad mit dem E-Bike und sind dann halt mitgefahren, weil die Tour selber war halt von Bridge to Life. Das ist halt wegen Organspende, diese Geschichte. Mhm. Aber dann hast du dein Herz in der Fahrradtasche. Das muss ich mir vorstellen. Also das Herz selber war drin schon, klar. Ja, ja. Aber der externe Akku. Ja, weil auf dem Rücken wäre das kompliziert gewesen beim Fahren. Also hat man dann das Gerät raus aus dem Rucksack, rein in die Fahrradtasche. Ja, ja, den Herz richtig. Der Herzschlag. Das ist seine Frau, das ist Thomas' Frau, das muss man einmal dazu sagen. Da sitzt also auch die Kompetenz. Weil man muss auch sagen, Thomas, Ihre Frau, die hat ja auch, sie musste ja auch mal das ganze Gerät wechseln zwischendrin als die Akkus. Ja. Ja, also die hat ihn ja immer in dieser Zeit auch quasi ab und zu einfach auch das Leben wieder angestöpselt. Ne? Das so ist ungefähr, ja. Ja, das ist ja irre. Also sie haben, wie ist das? Also wir haben keine Ahnung von so Kunstherzen. Was hat man Ihnen gesagt? Wie lange kann das so funktionieren mit Ihnen und dieser Maschine? Also es hieß von Anfang an, wurde angegeben, so 4 bis 5 Jahre. Kann diese Maschine, also dieses interne Teil, einwandfrei funktionieren. Es kann auch länger funktionieren, wenn man Glück hat. Aber das ist halt, weil der Kunststoff an Adern angeschlossen ist. Das kann immer irgendwie mal, oder auch die Membranen können mal undicht werden, kaputt gehen nach einer Zeit. Das externe Gerät ist nicht das Problem. Sondern weil das waren so Bajonettverbinder für die Druckluft. Die Maschine selber wurde alle 3 bis 4 Monate getauscht. Jetzt muss man also sagen, Sie wussten, 4 bis 5 Jahre ist so eine Zeit für dieses Kunstherz. Natürlich standen Sie da auf einer Spenderliste, auch ziemlich weit oben, ist ja logisch in Ihrer Situation. Aber es hat fast 4 Jahre gedauert, bis Sie ein Spenderherz bekommen haben, nämlich letztes Jahr im Herbst. Wie übersteht man so eine Zeit? Also es ist ja auch, es ist nicht nur eine herzschlagende, es ist ja auch wie so eine tickende Uhr, die man damit rumträgt. Kann man es ungefähr bezeichnen. Also, am Anfang weiß man, okay, man hat dauert eine gewisse Zeit. Dann hatte ich
am Anfang irgendwie mal halt wurde ich angerufen, man musste Handy immer am Bett und so, man konnte jederzeit angerufen werden, wenn denn was Passendes da war. Ich wurde in Bad Oeynhausen dann entsprechend hintergeführt zur Listung, erst in Aachen und dann in Bad Oeynhausen. Und konnte jederzeit angerufen werden, dann wurde ich abgeholt und wurde dann vorbereitet für die OP. Das erste Mal bin ich Anfang des Jahres weggekommen, letzten Jahres. Wo ich dann aber noch, bevor ich ins OP überhaupt runter musste, schon wieder Bescheid gekriegt habe, ihre Frau kann sie wieder abholen, das Herz, was wir eigentlich vorgesehen hatten, war nicht zu gebrauchen. Wahnsinn, ja. Bin ich wieder nach Hause, einen Monat später ungefähr, nochmal hin. Da war ich schon im OP, sollte aufs Herz warten, also schon die Narkose. Da hat man dann versteckt einen Fehler gefunden an dem entnommenen Herz, eine verkalkte Arterie noch, dass das wieder nicht zu gebrauchen war. Und irgendwann wurde es dann natürlich, dann hat es wieder eine Weile gedauert, und es wurde immer schlimmer. Man gibt so langsam die Hoffnung auf und sagt, Mensch, ist bald vorbei. Und ja. Wahnsinn. Das kann man sich wirklich nicht vorstellen, was Sie dafür. Im September war es da wirklich, das war kurz nach unserem Urlaub, da habe ich schon kaum noch was gegessen. Kam dann der Anruf, wo ich dann hin bin und wo es dann funktioniert hat. Und das Herz. Ja. Tragen Sie jetzt in sich, jetzt, ja. Wo Sie in dem Moment hier bei uns sitzen, ja. Haben Sie ein Spenderherz bekommen. Was, wir müssen dazu sagen, es ist alles nicht ganz so einfach. Sie können jetzt nicht immer große Menschenmassen besuchen. Heute Abend Im ersten Jahr sollte man Großveranstaltungen wie Weihnachtsmärkte und solche Geschichten, Konzerte oder ähnliche Geschichten halt meiden, wegen der Infektionsgefahr, weil ich habe ja vorhin meine Tabletten genommen, das sind diese sogenannten Immunsuppressiva. Genau, das muss Immunsystem wegen der Abstoßung vom Herzen runterfahren, nicht komplett abschalten, aber runterfahren. Und dadurch hat man halt dieses etwas erhöhte Infektionsrisiko. Aber Sie hatten die Erlaubnis von Ihrem Arzt, heute zu uns zu kommen. Gibt es, wenn man sowas mitmacht, ich kann es mir wirklich im Ansatz nicht vorstellen, was Sie da durchlebt haben, gibt es danach den Drang zu sagen, pass auf, das und das, das will ich jetzt machen, das möchte ich jetzt erleben, wo dieser blöde Rucksack endlich weg ist? Ich sag mal, das normale Leben fängt jetzt im Prinzip wieder an. Das war jetzt so wie jetzt heute hier, dass man sagen konnte, Mensch, da kann ich prima hin, ich bin nicht mal auf Akku angewiesen, ich musste mir alle 2 Stunden, oder fängt an zu piepen, ich muss die Akkus wechseln und ne, man kann jetzt auch wirklich mal rausgehen, ohne halt zu gucken, hab ich auch alles mit, alle Akkus und eine Reserve und kann nichts passieren. Normal musste auch dieses Ersatzgerät mir mal mitgenommen werden. Es gab also noch ein zweites Gerät, weil ich dann immer zu Hause stehen hatte, für den Fall, dass das Gerät mal... Kann ja passieren, dass das eine mal umgesponnen hat, das war zweimal der Fall, ja. Gott sei Dank nur, dass das Gerät dann getauscht werden musste. Also was man an dieser Stelle mal sagen muss, Thomas, Sie sind natürlich ein ganz wunderbares Beispiel dafür, wie es laufen kann, wenn Organspende funktioniert. Ja. Das ist viel diskutiert, das ist absolut so. Wir haben auch schon gesagt, dass wir heute auf jeden Fall hier ein paar Formulare bereitlegen werden. Und wenn nur ein paar sich entscheiden, das ist natürlich eine sehr individuelle Entscheidung. Aber wenn Sie auf diese Diskussion gucken, wie erleben Sie das jetzt auch als Betroffener, wie in Deutschland darüber diskutiert wird? Ich kann die Diskussion meistens nicht verstehen. Weil viele sagen, ich will da nicht, dass der und der das Organ von mir kriegt oder der und der, dass darüber diskutiert wird. Ich sage, meine Güte, wenn ich tot bin, dann liege ich unter der Erde. Ob die Würmer das jetzt fressen oder ob das irgendeiner kriegt, das kann im Prinzip egal sein. Ja. Ihnen bedanken. Das ist natürlich was ganz Besonderes jetzt für Sie hier auch mit uns darüber zu sprechen. Deswegen vielen Dank, dass Sie uns das hier auch ermöglicht haben, dass wir einfach mal einen Eindruck davon bekommen haben, wie Ihr Leben aussah und was Organspende möglich macht. Thomas, vielen Dank. Was soll ich sagen? Alles Gute und viel Spaß ohne Rucksack. Das muss man an der Stelle ja auch mal sagen. Danke, dass Sie bei uns waren. Danke schön. Das war der Kölner Treff. Für diese fantastische Runde, da war viel dabei, viel Lachen und sogar Weinen heute Abend, möchten wir schon mal Danke sagen. Dankeschön. Ja, Ihnen zu Hause vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn es Ihnen gefallen hat, da gehe ich fest von aus, dann machen Sie es doch einfach, gucken Sie nächste Woche wieder zu. Wir kommen wieder. Bis denn. Schönen Abend. Dankeschön. Danke. Tschüss.